Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los. Okay, folgende Situation. Ich hatte letzt ein paar Freunde da, wusste, ich brauche ein paar Snacks, ich brauche frisches Obst, die sollen ja gesund bleiben. Und natürlich Getränke, besonders nervig, hier hoch in die Wohnung zu schleppen. Und da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, Flaschenpost, euer Online-Supermarkt für Lebensmittel und Getränke. Alles, was ihr für den Wocheneinkauf braucht, könnt ihr da bequem online bestellen, vom Lieblingsbier bis hin zu frischem Gemüse und Pizza. Und dann, innerhalb von 120 Minuten, oder ihr bestellt einfach vor, kommt auch schon die Lieferung, und zwar bis zu eurer Wohnungstür. Also keine lästige Schlepperei mehr für euch. Und auch noch praktisch, euer Leergut, was sich in der Wohnung stapelt, wird auch direkt mitgenommen. Wenn ihr Flaschenpost ausprobieren wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, extra für alles auf AktienhörerInnen. 10 Euro Rabatt auf euren ersten Einkauf ab 49 Euro bekommt ihr mit dem Code AKTIEN10, alles groß geschrieben, die 10 als Zahl, AKTIEN10. Den Code könnt ihr auf flaschenpost.de einlösen. Alle Infos und den Code findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute darüber, was in dieser Blockbuster-Woche passiert ist und welche Folgen die beiden Beben in Washington und Berlin haben. Unser Gast hat sich als klügster politischer Ökonom bei Alles auf Aktie bewährt, als einer, der Klartext redet und dabei nicht nur den Mahner gibt. Denn er bringt auch Ideen mit, wie der Standort Deutschland wieder aufblühen kann. Ideen, die wehtun, aber helfen könnten. Der Mann, den wir den Sanierer nennen, verrät, wie es jetzt mit der Deutschen Chancenpartei weitergeht, wie die -20%-Strategie funktioniert und was hinter der Germany First-Idee steckt. Ein Gespräch mit Daniel Stelter. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 9. November. Ja, wir blicken zurück an diesen geschichtsträchtigen Tag, blicken zurück auf eine Woche. Ja, die ist auch in die Geschichtsbücher schaffen wird. Da können wir uns sicher sein, lieber Holger. Da wäre ich mir auch sicher. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren ist mit Donald Trump ein Präsident nach einer vierjährigen Auszeit zum zweiten Mal gewählt worden. Und zum ich glaub, ersten Mal. 1800 irgendwann gab es das letzte Mal mit dem. Ja, seit über 100 Jahren halt, ne? Ja. Da war es noch nicht mal. Nee, okay, den Gag verschreibe ich mir jetzt. Ja. Was ihr auch erwähnt habt und was wahrscheinlich inzwischen alle wissen, aber es ist so bemerkenswert, dass wir es auch nochmal hier nennen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren hat ein Republikaner auch den Popular Vote gewonnen. Und zwar ziemlich deutlich, ehrlich gesagt. Mhm. Wobei das war auch mehr Menschen, die Donald Trump gewählt haben. Aber auch das Problem war, dass einfach Frau Harris niemanden an die Urne gekriegt hat. Also sie hatte, die Mobilisierung war halt total schlecht. Also das war eins der großen Probleme. Also Joe Biden hatte vor 4 Jahren noch mehr. Aber tja. Vielleicht war Amerika noch nicht reif für eine Frau. Ich weiß nicht, ich will es nicht glauben, sowas. Ich weiß gar nicht, ob es das Frauending ist. Also die Amerikaner, die ich kenne, die sind keine Trump-Fans. Und ich bin mir auch sicher, dass sie Trump nicht gewählt haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie Kamala Harris gewählt haben. Und das ist genau das, was du gerade sagst, ne? Dieses, ob die Leute, weil, also die klassische Reaktion war bei vielen immer so, oh nee, Trump, Gottes Willen. Und dann, ja, okay, dann wählst du Harris. Ich weiß nicht, ob ich die, also so, weißt du, so, die hat auch keinen überzeugt. Und dann sind diese Leute halt im Zweifel gar nicht zur Wahl gegangen. Und die Trump-Anhänger, die sind natürlich definitiv zur Wahl gegangen. Das stimmt. Die Mobilisierung war da sehr hoch. Und auch unter jungen Männern hat ja nochmal Joe Rogan die Trommel gerührt. Und ja, also es war schon wirklich eine bemerkenswerte Woche. Und dann gab es noch in Deutschland die Koalition, die zerbrochen ist. Das gab es jetzt. Deutschland ist ein relativ politisch stabiles Land. Das gab es auch noch nicht so oft in der Geschichte. Wir hatten es einmal. Ne? 82, ne? Nee, es gab es auch mal. Der Schröder hat mal vorzeitig aufgelöst. Ja, der hat aber sich selbst ja auch die Nummer, die jetzt auch
der Scholz genau, machen wird. Richtig. Das gab es nochmal, aber ansonsten sind wir da mit, in Italien ist es ja gang und gäbe, dass man da nicht bis zum Schluss durchhält. Mittlerweile haben die das besser raus als wir, aber Deutschland ist selten. Und jetzt muss man, das ist dann gar nicht so bewusst, weil so viel von Neuwahlen immer die Rede war, auch bei der Vorgängerregierung ja irgendwie, war immer das, also war das zumindest immer so ein Szenario, aber gekommen ist es dazu nie und jetzt schon. Jetzt sag mal, was die Börsen gemacht haben draus, aus dieser ganzen Gemengelage, aus diesem Doppelwumms. Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Der DAX, der hat am Ende minus 0,2% hat er irgendwie noch hinbekommen und Amerika ist natürlich durch die Decke gegangen. S&P 500 plus 4,7%, Allzeit hochgeschlossen, beste Woche seit November 2023 und Nasdaq 100 plus 5,4%. Überhaupt ist die größte Outperformance der Wall Street im Vergleich zum DAX seit März 2023 und das sagt schon sehr viel. Und stimmt, der S&P 500, gestern hattet ihr gesagt, 49. Hoch in diesem Jahr, entsprechend hat er jetzt am Ende das 50. Genau, am Freitag nochmal das 50. hingelegt. Aber 5 Prozentpunkte Outperformance. Ich habe mich jetzt nochmal gefragt, was im März 2023, da war nämlich die Outperformance mal 6 Prozentpunkte. Ich habe keine Ahnung, was da war, aber es ist schon, wenn die Wall Street fast 5 Prozent macht und der DAX dann mit minus 0,2 kommt, wobei der DAX ja auch noch davon profitiert hat, dass dieses Ampel aus, da ist der DAX ja nochmal an dem Tag wenigstens kräftig gestiegen, weil da viele jetzt die Hoffnung hegen, dass es endlich das Ende und jetzt kann es nur besser werden von hier ab. Und das hat dem DAX noch ein bisschen geholfen, aber es war, Den Hype, den du natürlich in Amerika hattest, aber vielen Aktien, sprechen wir ja gleich noch kurz drüber, den hatten wir halt natürlich nicht. Ne? Es gab hier, wenn du auf den DAX guckst, du hattest Rheinmetall mit 14%, was natürlich echt bemerkenswert ist. Die hatten gute Zahlen. Warum das jetzt so ein krasses Plus ist, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, weil die Zahlen waren eigentlich Ja, aber du weißt jetzt schon, dass du dich auf Amerika nicht mehr so verlassen kannst. Und ich glaube, was ja vorher immer war, wir hatten ja ganz häufig schon so, oh, da wird wieder einer auf Frieden gemacht in der Ukraine oder so, da gab es irgendeinen Vorschlag und dann ist der Rheinmetall gleich gefallen, weil alle dachten, hups, jetzt wird da keine Krise. Das wird sein, und diesmal war es halt, jetzt hätte man ja denken können, hey, Donald Trump, ich mach an Day One, werde ich da Frieden schaffen. Und er hat ja sogar schon mit dem Zelensky gesprochen. Und so wie der Trump drauf ist, war wohl gerade der Musk noch mit da und dann hat er den gleich auch mit in die Leitung genommen. Also man sieht schon wieder, wir erinnern uns an diese außenpolitischen Geschichten, die der Trump ja schon in der ersten Amtszeit gemacht hat. Es geht weiter so. Da kann man schon mal da hat man auf einmal den Musk mit in der Leitung. So, Mensch. Und dann haben sie da kannst du dir nie sicher sein, was als nächstes kommt, auf jeden Fall. Also du weißt es nie, was er für einen Deal vorschlägt. Ja, heute habe ich den mitgebracht, der hat den Deal, mach doch den Deal so und so. Man könnte sich so richtig vorstellen. Naja, aber vielleicht ist der Musk auch nicht der intern das Budget um 2 Billionen kürzt, sondern vielleicht ist es ja derjenige, der außenpolitisch die Fäden zieht und der dann der hat ja auch mit Putin schon telefoniert, der Musk, und dann ist er vielleicht derjenige, der zwischen Putin und Zelensky vermittelt, oder er ist ja auch in China groß engagiert, ist ja da auch gern gesehener Businessman und vielleicht muss er dann zwischen Taiwan und China und Amerika handeln. Vielleicht ist es auch der außenpolitische Typ. Tja. Ich kann mir nicht vorstellen, aber ich könnte mir schon so vieles nicht vorstellen. Siehst und dann du? Hat Elon Musk es doch getan. Lass uns ganz kurz auf Deutschland gucken. Da haben wir, ihr habt drüber gesprochen, bei den Verlierern haben wir natürlich die Autobauer, BMW deutlich im Minus, fast 8%, Mercedes 6,5%, Volkswagen minus 5. Ja, das ist... DHL minus 5,4. DHL minus 5,4. Das hat mich ja auch wieder... Ja, das ist... die hat Mensch, Meier. Und ich habe den Meier jetzt mal im Interview gesehen. Und ich meine, wir kennen ja alle davor noch die Postchefs. Es ist halt wirklich wie so ein McKinsey-Mann. Also wirklich, der hat halt den Charme eines McKinsey-Manns. Und das ist, also ich hätte jetzt die Aktie, ich habe sie, aber ich hätte sie jetzt nicht gekauft, nachdem ich das Interview mit ihm gesehen habe. Alles sehr. Wobei man mal jetzt sich sagen muss, den Charme eines McKinsey-Mannes, wir haben ja heute so jemand Ähnliches eigentlich hier und der ist aber deutlich outspokener als ein klassischer Beratermensch.
Weil er wurde dann auch gefragt, der Postmann, so, was er denn von der Regierung hält. Nee, ja, wäre jetzt schon nicht so optimal, aber jetzt könne man ja nicht alles der Regierung so richtig. So diplomatische Antworten. Gut, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich Postchef wäre und der Staat da noch ein paar Anteile hält. Aber es klang nicht so, ich hätte mir gewünscht, hey, wir setzen hier AI ein und dann sind die Postwege die Hälfte nur noch und dann können wir bei, weiß ich nicht, was so und so viel einsparen. Ich hätte mir irgendwie was nach vorn gewünscht und aber die Aktie, wie gesagt, minus 5,4, war schon vergangene Woche ein Underperformer, weil da ja die Gewinnwarnung kam, diese Woche wieder ein Underperformer, weil man nach der Gewinnwarnung nochmal schlechte Zahlen vorgelegt hat. Ich bin entsetzt. So. Das wird jetzt nicht mein neues ThyssenKrupp, hoffe ich mal. Nein, natürlich nicht. Nein. Profitabel. Ist aber es gut. Ja auch, aber ich möchte gerne mehr Fantasie haben. Ja, Fantasie hast du jetzt hier. Lieber Meier, mach mal was. Wenn du S&P 500 guckst, da hast du Fantasie. Nee, aber ich habe nochmal geguckt, was der Eurostoxx gemacht hat. Ja. Und der hat ja nicht den Ampel aus Wumms. Der hat 1,5% Minus gemacht. Also da ist die Underperformance noch deutlich stärker als beim DAX. Also da sieht man, dass Europa in dieser Woche, dass diese Verschiebung der Welt da richtig schon kräftig stattgefunden hat und dass jetzt da die Leute ihre Portfolien neu vermessen. Und wenn man guckt, für Deutschland ist ja runtergestuft worden. Drei Banken haben gleich mal für 2025, nur dass der Trump gewählt worden ist, schon runtergestuft. Goldman Sachs auf 0,5, Berenberg glaube ich auf 0,3 und die LBBW sogar auf minus 0,2 Bruttoinlandsprodukt. Ja, da denkt man sich so, hat der Trump noch nicht eine Maßnahme gemacht. Da haben die Leute das schon runtergestuft, weil sie schon denken, dass das für Deutschland nicht so besonders gut ausgehen wird. Das ist, ja. Und die Zahlen oder diese Neuvermessung der Welt, die ist schon krass. Aber jetzt kannst du nochmal sagen, was der S&P 500 gemacht hat oder Nasdaq, damit wir mal sehen, was da los war. Da war deutlich mehr los, haben wir ja gesagt. Genau, 4,7% S&P 500. Und da sind die Gewinner wirklich weit, weit, weit im zweistelligen Bereich. Axon Enterprise. Die haben wir übrigens gehabt, das war ein Trump-Trade. Ja, die hätten wir. Das waren diese, die mit den Taser-Waffen. Ja, diese unangenehme Taser-Waffen-Aktie. Haben wir als Trump-Trade sogar vorgestellt. Ja, die Aktie weiß. Ist Freitag, also ja. Ja, das sind tatsächlich haben diese Trump-Trades wirklich sehr direkt funktioniert. Ja, nach Lehrbuch. Ja, ob da jetzt noch so viel Fantasie weiter drinsteckt, weiß man nicht. Ja, aber die Axon ist beispielsweise erst am Freitag gelaufen, also als gestern. Also die hat, nach der Wahl locker mitmachen können. Ja. Das stimmt. Was sich auch immer mehr als Trump-Trade herausstellt, ist Palantir tatsächlich, weil die haben ja auf dem ohnehin schon hohen Niveau, die sind ja wahnsinnig gut gelaufen, jetzt in Wochen schon Monate, jetzt diese Woche mal 40% zugelegt. Da würde ich jetzt mal ein paar Gewinne mitnehmen. Also ich habe die Aktie ja und bin jetzt da ganz dick im Plus. Und ich finde, diese Bewertung, ich weiß nicht, was mich ja entsetzt hat, so ein bisschen ist das internationale Geschäft von Palantir gewesen, was ja überhaupt nicht gelaufen ist. Das wundert mich. Dann hat ja Alex Karp gleich gesagt, ja, Amerika ist the place to be und wir sind dafür, wir werden Amerika zum goldenen Platz machen. Nur frage ich mich, ich meine, wenn ich sehe, wie Amerika die Software gut läuft, warum mache ich das in Europa nicht? Also aber ich warte mal jetzt lieber, weil ich weiß, dass die Kollegen gleich am Montag nochmal über Palantir ausführlicher reden wollen. Echt? Wollen die? Ja. Hat man mir schon zugerufen. Und dann, also du meinst, ich sollte sie nicht verkaufen? Nee, ich würde sagen, halt mal sozusagen das Pulver jetzt trocken. Die reden noch und ausführlich und warte ab, was die Kollegen erzählen. Okay. Genau, und alle anderen warten auch noch. Ja, aber ich finde halt, die Aktie ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer und extrem, natürlich. In allen, diesen, ich glaube, 40 Mal Sales und ich 50 weiß nicht. Haben wir vorhin ausgerechnet. 50 Mal. Mal. Really? Okay, das ist nochmal eine Runde härter. Ja. Okay. Also richtig ambitioniert. Und Tesla, ja, 30% für 29% im Plus. Der klassische Trump-Trade wahrscheinlich überhaupt. Und du hast mir gerade noch zugerufen, die Billionen. Die sind wieder in der Billion. Die haben den Billionenclub und Elon Musk ist wieder 300 Milliarden schwer, jetzt sein Vermögen. Und man muss ja wissen, er hat 120 Millionen in Wahlkampf gesteckt. Andere sagen 119, andere 120, andere 130. Und hat jetzt rausbekommen 40 Milliarden in einer Woche. Und ist ja wirklich all in gegangen. Ist nicht alleine Tesla, sondern natürlich ist SpaceX auch wertvoller geworden. Wir hatten ja Mittwoch, als der Trump seine Siegesrede gehalten hat, hat er gesagt, hey, wir haben ja ein neues Genie, Elon Musk, und hat dann da Werbeveranstaltungen gemacht für ihn auch.
und hat von der Rakete erzählt, die dann wieder hochfliegt und wieder runterkommt und aufgefangen wird. Und er saß da und wer kann das? Keiner kann das, nur wir. Und so, also es war halt auch, hat sich auch gelohnt für den Musk. Auf jeden Fall, aber und ich habe eine ich könnte mir vorstellen, der wird der erste Billionär auf dieser Erde. Das glaube ich schon. Weil ein normaler Milliardär, der würde nie sich so an einen Kandidaten binden, würde so all in gehen auf diese Geschichte und würde so sein Vermögen aufs Spiel setzen. Denn wenn das Ding nicht aufgegangen wäre, na, da habe ich jetzt einen Tick zu. Dann hätte nämlich da richtig was schief gehen können. Warum ist er eigentlich all in gegangen? Weil das sehe ich überhaupt nicht so. Erst ist diese 120 Millionen, ich meine, das sind Peanuts. Also komm, das ist für Elon Musk nichts. Und warum ist er all in? All in würde jemand gehen, der sich so klar wie Musk sich pro Trump positioniert hat, wenn man sich gegen Trump so klar positioniert hätte. Weil was hat denn Elon Musk zu verlieren, wenn es nicht Trump wird und Kamala Harris? Die Demokraten werden ihn ja nicht verbannen. Das tut nur Donald Trump. Also wo ist das der hat doch Government-Aufträge. Doch, der hat doch riesige. Du hast verschiedene Verfahren gerade noch laufen gegen selbstfahrende Sachen, irgendwelchen Kram, irgendwelche Sachen, die aber nicht eingehalten hast. Aber das verliert er doch nicht. Die verliert er doch nicht bloß, weil er pro Trump vor der Wahl ist. Verliert er doch. Der hätte sich ja weit aus dem Fenster gelehnt, hat jetzt Sachen gemacht, wo du gegebenenfalls ihn irgendwie irgendeinen Staatsanwalt kommen kann, ihn anklagen kann und irgendwas tun kann. Was denkst du, in Amerika kriegst du schnell mal sowas ab. Und ich glaube schon, wenn das Ding nicht aufgegangen wäre, der wäre persona non grata gewesen. Das glaube ich nicht. Nur umgekehrt, dass er wäre, ist man persona non grata, wenn man sich gegen Musk, wenn man sich gegen Trump positioniert. Das ist man auch, da hast du recht, aber man ist auch, man wäre auch in dieser Welt, wäre man. Also der hat ja auch Regulierung, der hat ja selbst dieses FSD, der hat SpaceX und der hat ja immer auf. Also er ist jetzt ganz klar ein Riesengewinner von dem System Trump. Ja, aber der ist doch gegen alle Regulatoren ist er doch aufgestanden. Der hat sich doch hingestellt und hat die Geschichte erzählt nochmal, wie er für SpaceX irgendwelche, da gab es ja diese ozeanische Behörde, die er nochmal sich hingestellt hat und ihm gesagt hat, du musst mir nachweisen, wenn deine Rakete ins Meer stürzt, dass es keinen Hai trifft. Dann hat er das nachgewiesen. Und dann haben die gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich mit Wahlen? Und dann hat er das auch nachgewiesen. Und dann haben sie gesagt, aber was ist eigentlich mit diesem Geräusch? Sind da nicht die Robben? Könnten die davon nicht ganz kirre werden? Also musste er dann zwei Robben nehmen und musste dann den Kopfhörer aufsetzen, den Robben, und musste denen dann diese Geräusche vorspielen, wenn so eine Rakete startet. Und dann hat er das also gemacht und die Robbe, die lag, da gibt es auch Bilder von, gibt es in dem Joe Rogan Podcast mit Elon Musk, kann man das sehr schön sich angucken. Und dann sagt diese arme Robbe, also ich hätte als Robbe ja schon die Krise gekriegt, weil mich da so in so einen Holzverschlag einspannt und mir einen Kopfhörer aufsetzt. Aber die Robbe saß da ganz ruhig, guckte und hörte sich diese Geräusche an, wenn die Rakete startet. Und dann haben sie ihm gesagt, was ist aber, wenn die Rakete jetzt ins Meer fällt und unter Wasser explodiert, kriegen die denn nicht einen Hörschaden? Ich meine, so kannst du auch Leute versuchen zu frustrieren. Und wenn ich Regulator wäre und der Musk wieder zu mir gekommen wäre, hätte ich dir auch gesagt, weißt du, musst du noch, weiß ich nicht, was du noch, ein paar Vögel, die dann vielleicht gegebenenfalls was passiert oder andere Sachen. Ja, aber ich teile diese All-In-These nicht in der Gänze. Aber wie gesagt, viel, viel mutiger wäre gewesen, wenn einer der Tech-Bosse sich klar gegen Trump positioniert hat. Hat aber auch keiner getan, davon abgesehen. Doch, wer es gemacht hat, ist Mike Bloomberg. Der hat eine klare Wahlempfehlung für Kamala Harris ausgegeben. Der ist ja aber Hardcore-Demokrat. Der war ja Republikaner immer. Nein, der war. Aber der hat sich schon lange gegen Trump positioniert. Der war Demokrat und war ja Präsidentschaftskandidat. Genau. Und hat ja verloren und war ja Bürgermeister von New York. Sicherlich steht er denen näher, aber der hat ganz klar ein Endorsement für Harris gegeben, was Jeff Bezos beispielsweise nicht gemacht hat. Nee, überhaupt nicht. Siehst du. Die haben auch tatsächlich aktiv noch mehr zu verlieren. So, komm, wir waren ja schon wieder Podcast im Podcast hier. Das stimmt, aber wir müssen ja noch sagen, was hier noch passiert ist. Yeah. Wir wissen, Kathy Wood, Ark Innovation, wir wollen ja auch mal loben, wenn sie mal gewinnt. Die ist ja auch eine Trump-Anhängerin. Die ist auch Gewinnerin, 15,9% hat sie die Woche gemacht. Und der zweitbeste ist hier der Frankie Boy. 9%, 10x DNA,
Vielleicht hat er jetzt ein großes Comeback. Naja, ich denke mal, er schickt eine ganze Menge Tesla mit da drin, ne? Das würde ich vermuten. Bei den 9%. Und dann kommt schon der Beckers mit dem BIT Global Technology Leaders 8,7%. Also die kleinen Tech-Sachen haben ziemlich gut funktioniert. Ja, guck dir das so Werte an wie Upstart, die haben doch irgendwie 50% und so gewonnen, die Uhr. Also da ist da, oder hier dein Tempus AI oder wie die Tempus heißen? Tempus AI, 60,2. Genau. Ja. Ja. War auch mal eine AAA-Idee hier. Ich glaube, die hat sich ganz gut entwickelt. Das ist auch eine kluge Idee. Und Coinbase natürlich auch. Ne? Das Coinbase, ja, klar, ganze Krypto-Universum. Wir hatten ja diese Woche, Bitcoin hat gewonnen, was haben wir hier? 10,6 die Woche. Und das war der stärkste Tag ETF-Zuflüsse bei Bitcoin, der Nachwahltag überhaupt. Mit 1,4 Milliarden, die da in Krypto geflossen sind. Ja, und jetzt gibt es schon die Idee, dass sie bald eine Million haben. Haben wir ja auch diese Woche bei Alles über Aktien erzählt. Und dann natürlich noch Trump Media and Technology. Die Aktie hat aber gar nicht so viel gemacht. Die hat am Ende nur 4,4% gemacht. Die war ja zwischenzeitlich mal richtig hochgeschossen auf 47. Dann ist sie wieder runtergegangen bis auf 27. Und jetzt ist sie noch am Freitag nochmal stark gestiegen, weil Donald Trump gesagt hat, dass er sie nicht verkaufen will. Und ja, da hätte ich auch gedacht, dass das intensiver ist, die Bewegung. Weil das war ja nicht so klar, dass er die Wahl gewinnt. Also war schon Unsicherheit drin. Die Unsicherheit ist jetzt weg. Also hätte ich auch eine deutlichere Reaktion nach oben erwartet. Nee, jetzt überlegen die Leute halt, was. Du musst jetzt ja irgendwie da Geschäft reinspielen. Irgendwas muss damit passieren. Siehst du, genau. Und dann musst du ja den Leuten, entweder wird das deine Pressestelle, ist dann halt diese, die läuft halt darüber und jeder, der da mitmachen will, muss sich halt da anmelden. Das wäre eine Möglichkeit, dass du sämtliche Nachrichten über dieses wunderbare Netzwerk verbreitest. Oder keine Ahnung, was du machst. Oder du machst irgendwelche anderen Nebengeschäfte, Werbegeschäfte, verkaufst irgendwelche Trump-Souvenirs oder den Trump-Coin irgendwann darüber oder irgendwas. Ja, irgendwas muss passieren. Oder sie sind auch einfach skeptisch, weil Donald Trump ja sich bisher dann doch nicht als der geniale Geschäftsmann erwiesen hat in den vergangenen Dekaden. Das vergisst man ja immer. So ganz erfolgreich war er da ja nicht. Aber ja, zumindest bei DJT muss man sagen, ein Unternehmen mit 1 Million Umsatz im Quartal weniger ist jetzt, weiß ich nicht, 4 Milliarden oder 5 oder 6 Milliarden. Börsenwert hat er da schon mal geschaffen, das ist so. Aber wahre Werte werden wir noch sehen. Das wahre Werte, das wird man irgendwann später sehen, da hast du recht. Aber ich guck mal für dich, was sie wert ist. Und dann schauen wir mal, und das ist wert 6,9 Milliarden. Das ist mal ein Kursumsatzverhältnis. Oh Gott, das kommt man ja kaum, da kommt man ja kaum mit gar hinterher. Ja. Das hat ja ein paar Nullen mehr. Das stimmt. Ja. Und gut. Jetzt mal nach Deutschland wieder zurückkommen. Ich würde noch mal einmal gucken, vielleicht hat ja der SDAX einen Plus gemacht. Das würde ja heißen, ja, klar, dass deutsche Werte in dieser, also deutsche kleinere, binnenorientiertere Werte, dass die, und er hat es gemacht, 0,5% plus. Und da kommen wir nämlich jetzt zu unserem Gast und können sagen, da wird schon mal eine Hoffnung gespielt, dass es in Deutschland besser wird. Und übrigens der größte Gewinner Salzgitter, 38%. Wirklich? Oh, ja. Wow. Übernahmefantasie war es aber nur. Also es ist jetzt nicht, dass die jetzt dass sie jetzt hoffen, dass die Energie günstiger wird. Das ist es nicht. So. Ja, wobei das ist das Thema günstige Energie ist auch ein wichtiges Thema, was unser Gast aufgreifen wird. Daniel Stelter, den können wir jetzt spätestens seit heute dann als AAA-Stammgast bezeichnen. Zum dritten Mal. Genau, zum dritten Mal. Und tatsächlich ist, reden wir auch länger drüber, war das der Name, der uns sofort eingefallen ist, der, als wir diese Gemengelage besprochen haben. Ursprünglich wollten wir über Amerika reden, natürlich nochmal nach der Wahl. Aber dann kam ja dieses Beben da in Berlin am Mittwochabend, glaube ich, war das, ne? Genau, Mittwochabend. Und da war klar, nee, wir müssen jemanden einladen, denjenigen einladen, der das ganze große Bild mit uns durchgeht, ganz große Rad dreht. Und der auch mal die Programme, es gab ja ganz viele Rettungsprogramme auch von den einzelnen Parteien, nochmal guckt, was ist denn möglicherweise zu retten, was ist nicht zu retten, der auch nochmal guckt, welche Gesetze gibt es noch und welche könnte vielleicht jetzt noch schnell verabschiedet werden, auch mit einer Minderheitsregierung, welche nicht. Also er hat uns irgendwie so das gesamte Programm gemacht und er hat gesagt, die Deutsche Chancenpartei hat uns gesagt, wann es die geben könnte. Ja.
Und der Daniel hat sich quasi so als der Anti-DHL-CEO gegeben, weil Daniel Stelter ist wirklich sehr, sehr outspoken und erzählt auch sehr, sehr offen und klar, wie er sich denn künftige Konstellationen vorstellen könnte. Er hat auch den Bund nicht als Aktionär, lieber Orlando. Ich sag's dir gerne nochmal. Aber bitte, wirklich, wie viele Leute reden gerade immer noch um den heißen Brei rum? Und das macht Daniel Stelter nicht. Und da sind wir sehr froh drüber und deswegen sind wir auch sehr froh drüber, dass er heute unser Gast ist. Und wir sagen herzlich willkommen, Daniel. Ja, danke für die Einladung. Ja, du warst ja Ende August zum letzten Mal da. Das ist gar nicht so lange her, aber die Dinge haben sich so schnell beschleunigt, dass du unbedingt wiederkommen musst und hier mal die Dinge ordnen sollst. Und wir haben ja damals schon versucht, Deutschland zu retten. Jetzt sind ja einige Dinge passiert. Jetzt ist es noch dringlicher, glaube ich, geworden, das zu tun. Aber vielleicht weiß noch nicht jeder, wer du bist, was du machst und was du im Sommer hier erzählt hast. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du am Anfang auch nochmal sagst, wer du bist und was die Leute hier in der nächsten Stunde oder vielleicht müssen wir auch zum Retten 2 Stunden benutzen, ich weiß es nicht, hier hören kann. Ja, läuft die jetzt. Also mein Name ist Daniel Stelter, ich war lange Zeit Unternehmensberater und bin jetzt seit über 10 Jahren alleine unterwegs und versuche mit kritischen Kommentaren, Büchern und Podcasts einen Beitrag zu leisten zur wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen intelligentere Politik machen. Und darüber wollen wir heute sprechen, haben wir letztens 2 Mal auch gesprochen. In der Tat, ich freue mich wieder da zu sein, hätte es auch nicht erwartet, so schnell wieder, aber die Zeiten sind schwer, das ist nicht überraschend. Insofern ist es gut, dass wir mal versuchen, über konstruktive Lösungen zu sprechen. Das versuchen wir, kann ich mal sagen. Man muss sagen, das hatten wir, glaube ich, wirklich fast noch nie so schnell einen Gast hintereinander. Das ist stimmt. Aber Holger und ich, als das sozusagen am Donnerstag, wann eskaliert das alles? Donnerstag früh, Mittwochabend. Mittwochabend alles eskaliert, haben wir gesagt, wir müssen Daniel einladen, wir brauchen ihn jetzt unbedingt. Genau. Und umso besser, dass das geklappt hat. Ja, es war ja auch eine Blockbuster-Woche, die wir erlebt haben. Erst wurde Trump gewählt mit einer so starken Mehrheit, dass hätte ich nicht für möglich gehalten, weil außer dem Popular Vote, ich glaube, das erste Mal seit 20 Jahren, dass ein Republikaner den Popular Vote gewonnen hat. Das ist schon überraschend für den Deutschen zumindest, für die Amerikaner vielleicht weniger. Und dann gleich 24 Stunden später hat die Ampel die Lichter ausgeschaltet und jetzt stehen wir da, wo wir sind. Und dann muss man die erste Frage stellen, wenn du jetzt in der Regierung gewesen wärst, hättest du nach der Trump-Wahl auch das Licht von der Ampel ausgeschnallt, hättest gesagt, jetzt müssen wir hier neue Wahlen machen oder hättest du eher gesagt, nee, jetzt müssen wir noch durchhalten und müssen eher uns nochmal zusammenraufen? Ja gut, wenn ich in der Regierung wäre, dann wäre die Regierung schon früher auseinandergegangen, würde ich mal sagen. Also insofern wäre es zu dem Zeitpunkt noch gewesen, ich glaube, es lag eh in der Luft und ich glaube nicht, dass Trump der Auslöser ist. Trump ist vielleicht eine gute Ausrede, wäre eine gute Ausrede gewesen, für einige weiterzumachen. Ich sehe das nicht so, weil wir haben Probleme im Land, die sind so akut, die müssen gelöst werden. Wobei, da werden wir noch drauf kommen, auch auf die möglichen Szenarien gehe ich mal von aus. Es ist ja nicht damit getan, neue Regierung zu haben. Wir brauchen eine neue Politik und das ist halt nicht sicher, auch nach einer Neuwahl, dass wir die bekommen. Vor dem Hintergrund, also ich wäre wahrscheinlich nicht mehr in der Regierung, nein, ich wäre sicherlich nicht mehr in der Regierung gewesen, aber wenn ich gewesen wäre, wäre Trump für mich jetzt kein Grund gewesen, einem Bündnis festzuhalten, was eben grundlegend nicht einen Richtungsentscheid treffen kann. Ich meine, die einen wollen nach links, die anderen wollen nach rechts. Oder die einen nach oben, nach unten, wenn wir jetzt nicht von politischen Richtungen sprechen wollen. Und das klappt einfach nicht. Wir brauchen einen klaren Kurs. Und das war nicht absehbar insofern. Ich war überrascht. Ich gebe ohne Boden zu. Also Trump war ja in den Finanzmärkten eigentlich schon gespielt worden. Am Montag dann plötzlich nicht mehr. Was mich eigentlich überrascht hat, warum Montag plötzlich die Märkte die Harris gerade nochmal gespielt haben, keine Ahnung. Aber dann war ja sozusagen der Sieg da. Der Sieg war sicherlich für alle überraschend klar und deutlich. Und es ist auch gut eigentlich, dass es so klar und deutlich war, weil es nämlich dann keine Unsicherheit gab in Amerika. Das ist eigentlich positiv. Und jetzt haben wir eben die Situation in Deutschland. Da müssen wir halt schauen, wie man damit umgeht. Ich persönlich fand halt, die Rede von Olaf Scholz zeigte halt, dass das jemand sich vorbereitet hat auf diese Situation. Die Rede war wirklich eine der besseren, die er gehalten hat. Inhaltlich fand ich sie, kann man auch diskutieren, ein bisschen grenzwertig, weil es ein bisschen sehr einfach ist zu sagen, die FDP ist an allem Mist schuld und wenn nicht die FDP, dann Frau Merkel davor. Wir müssen aber daran denken, seit 1998 regiert die SPD mit der Ausnahme von 4 Jahren immer mit. Und im Prinzip finde ich es immer total super, wenn man sich hinstellt und sagt, die anderen sind schuld an den Problemen, weil die SPD hat mindestens so viel schuld an den Problemen wie alle anderen auch. Also von dem Hintergrund, gar gut, können wir noch diskutieren. Und dann habe ich überrascht, und obwohl, gebe ich zu, dann bin ich ganz fertig, dass dann Herr Lindner danach irgendwie etwas überrascht wirkte und keine Rede vorbereitet hatte, weil ich hätte nicht erwartet, beide haben die Rede fertig. Und da hat er einfach also das fand ich ein bisschen komisch, dass er dann nicht auch eine Rede vorbereitet hatte, sondern so ein bisschen überrascht wirkte. Egal, also meine lange Antwort, es ist richtig, dass es zu Ende ist und die Frage ist, was machen wir jetzt daraus?
Aber hättest du auch das Ende so gemacht, dass man sich noch so gegenseitig behagt und noch gegenseitig, man kann sich ja vielleicht dann doch wieder schneller wiedersehen, als man das vermutet. Und wenn man aber solche Reden hält und von Vertrauensbruch redet, Amtseid missbraucht oder irgendwas, dann denkt man sich schon so, das ist ja wie so eine Ehe, wo man merkt, da geht gar nichts mehr, aber vielleicht muss man ja doch wieder zusammenziehen. Ja, also ich hätte es nicht so gemacht. Ich finde es ganz schlechten Stil. Generell, man muss mehr, damit wir dann zusammenarbeiten können. Wir reden ja immer über Demokratie und so weiter, demokratische Parteien. Also ich finde es vom Stil her ganz schlecht. Und wir haben ja alle auch in unserem beruflichen Leben auch mal Situationen gehabt, wo vielleicht nicht was funktioniert hat, wo man unter Umständen sich trennen musste oder sowas. Auch ich selber war bei Boston Consulting lange, habe so Situationen erlebt, auch die mich persönlich betroffen haben. Aber ich finde, man muss einfach professionell bleiben. Und das war dahingehend nicht professionell, die Rede von Olaf Scholz. Es war halt Wahlkampf und es war halt, ich meine, die Strategie ist relativ klar. Die SPD ist an nichts schuld, weder an der Tatsache, dass sie 12 von 16 Merkel-Jahre mitregiert hat und auch das viele Geld, was wir ja hatten, falsch ausgegeben hat, weil wir haben es immer in früheren Podcasts diskutiert. Es lag ja nicht an Geldmangel oder Schuldenbremse, dass die Brücken bei uns zusammenfallen und das Telefonnetz schlecht ist und das Internet, sondern es liegt einfach daran, dass es viele Geld falsch ausgegeben wurde. Da war die SPD ganz vorne mit dabei. Und dann die Geschichte zu sagen, ich bin ein super Kanzler, es lag jetzt nur an der bösen FDP, die alles nicht richtig mitgemacht hat. Das ist schon eine ziemlich durchsichtige Aktion. Auf der anderen Seite, ich kann das nicht beurteilen, mag es ja beim einen oder anderen Wähler verfangen haben, nur ich fand es halt so wahlkampfmäßig und ich finde, sowas macht man einfach nicht. Man hat 3 Jahre zusammengearbeitet und ich würde mal sagen, in 3 Jahren haben wir auch bestimmt mal gemeinsam gelacht und Bier getrunken und Spaß gehabt und es waren einig und da finde ich das ziemlich übel. Vergessen wir nicht, diese ganze Schuldentrickserei da am Auftakt der Regierung, wo sie die 60 Milliarden da, glaube ich, umgewidmet haben, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, liebe Freunde, das geht nicht. Das war ja nicht die Idee von Christian Lindner, das war die Idee von Olaf Scholz. Und das war im Prinzip die Startlüge dieser Koalition. Nach dem Motto, wir kaschieren alle unsere Probleme, indem wir 60 Milliarden einfach mal so aus der schwarzen Kasse umbetten in eine andere schwarze Kasse, aus der wir alles bezahlen können. Das war Olafs Idee und nicht die Idee von Christian Lindner und dann sich so hinzustellen und sagen, die FDP ist an allem schuld. Das ist schon ziemlich schwach. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, ich finde das amüsant, so als Bürger, so politisches Theater. Für euch als Medien ist das super, ihr könnt viele Artikel schreiben, aber eigentlich ist das ein Theater, was wir uns gar nicht leisten können. Wir müssen über die Wirtschaft nachdenken. Und da zeigen sich eigentlich alle, die jetzt darum diskutieren, als verantwortungslos, weil sie eben über Nebelkerzen und über politische Spielchen sich definieren und nicht sagen, jawohl, wir müssen eigentlich die Probleme im Land dringend anpacken. Und da sind wir ja schon bei der nächsten Frage, die uns jetzt alle umtreibt. Also wir nehmen jetzt hier Freitagabend auf. Wir machen das extra super spät, damit uns das nicht alles gleich wieder einholt bis Samstag früh 5 Uhr. Also wir hoffen mal, dass Samstag früh 5 Uhr immer noch der Stand ist, dass wir ja gerade darüber diskutieren, wann werden diese Neuwahlen stattfinden. Ne? Und damit das Theater ja eigentlich nicht, zumindest das ist meine Meinung, nicht zu lange dauert oder nicht mehr so lange dauert, was für einen Fahrplan würdest du da favorisieren? Also ich bin jetzt kein Fachmann, wie lange die Vorbereitungszeiten sein müssen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, desto früher wir wählen, desto besser. Und du fändest es also gut, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt stehen, beim Glühweinstand und dann hängt über uns Olaf Scholz und dann steht da Kanzler für Deutschland. Ich würde mal sagen, wenn du Glühwein hast, dann kannst du ja viel davon trinken und kannst ja jeden schön trinken. Das gilt für auch andere auch, als wäre man gar nicht politisch vorhin. Naja gut, man kann natürlich sagen, man kann argumentieren ein bisschen später und so weiter. Die Sache ist natürlich die, wir haben schon Entscheidungen, die wir treffen müssen. Also Ukraine-Hilfe steht im Raum, logischerweise, wie gehen wir um, wenn Donald Trump wirklich irgendwie Mittel kürzt und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, dass ja die Antwort ist ja nicht nur, wir müssen jetzt mehr Geld geben. Die Antwort muss doch eigentlich eher sein, wie schaut eigentlich unsere Strategie aus als EU dann damit umzugehen, als Europäer, wenn die Amerikaner sich zurückziehen wollen, halten wir das überhaupt durch? Ich glaube, da muss man sich auch mal ehrlich machen und sagen, was heißt das eigentlich? Man soll sich reinstolpern. Die anderen Themen, die noch ein bisschen im Raum stehen, wo Entscheidungen anstehen, das passt aber so ein bisschen dieses Bild nach dem Motto, ich schiebe als Kanzler die Verantwortung für das Scheitern der Ampel ausschließlich der FDP zu.
Und jetzt versuche ich, die Union quasi in Haftung zu nehmen, mir zu helfen bei bestimmten Entscheidungen, unter anderem auch jetzt die Schuldenbremse aushebeln für die Ukraine, damit die quasi auch schon so ein bisschen mit befangen ist im Ganzen, nicht mehr so sauber klar ist. Und wenn sie es nicht macht, dann sage ich im Prinzip, das ist nichts anderes als eine große Version der FDP, die könnte doch nicht wählen. Und da helfen natürlich mir schon als Kanzler, wenn ich das so die Strategie verfolge, schon ein paar Wochen mehr, in denen ich durch die Talkshows tingeln kann, allen erzählen kann, die Renten werden gekürzt und das Licht geht aus und alles ganz furchtbar und alles, die Kälte, die neoliberale Kälte zieht durchs Land, wenn die gewählt werden und auf diese Art und Weise relativ gesehen den Schaden von meiner eigenen Partei zu reduzieren. Also parteipolitisch, ja, nachvollziehbar. Fürs Land vielleicht nicht so richtig toll. Ich glaube, wir brauchen früher Klarheit. Wobei man dazu sagen muss, das gebe ich wieder zu lange Antworten, meine persönliche Sorge ist, dass auch wenn du eine Regierung hast unter Unionsführung, das ist eine Koalition, das wissen wir nicht, ob die FDP wieder reinkommt oder nicht reinkommt. Wenn die FDP reinkommt, langt das gemeinsam nicht, dann musst du vielleicht die SPD doch wieder haben. Also da sitzen sie wieder alle zusammen und dann hast du eigentlich genau dasselbe wie jetzt, vielleicht mit ein paar anderen Gewichten. Es wird nicht leichter, das Land zu sanieren. Das haben wir übrigens im August so besprochen. Wir haben gesagt, die zunehmende Polarisierung, damals BSW, AfD, das lähmt das Land immer mehr. Wir brauchen harte, mutige Schritte und die sehe ich nicht, weil man müsste diesen Grand Bargain machen. Man müsste sagen, wir machen ein paar bestimmte Dinge, eben können wir doch Schulden machen, aber richtig die Schulden verwenden. Also wirklich eine große Wende zu machen, einen großen Bargain, den sehe ich halt nicht, weil ich halt nicht sehe, dass jemand den Mut hat, politisch diesen Weg zu gehen. Das ist meine Sorge. Gut, das machen wir, die Programme machen wir gleich nochmal. Es gibt ja verschiedene Rettungsprogramme auch von den Parteien. Das ist ja das Schöne. Da können wir nachher mal reingucken und können überlegen, ob da vielleicht schon was da ist, was deinem Geschmack hin passiert. Aber wie wäre denn jetzt dein Lieblingsding? Der Friedrich Merz hat ja schon gesagt, warum wollen wir nicht am 19. Januar wählen? Das wäre dann einen Tag, bevor Trump inauguriert wird. Das wäre doch, wäre das für dich eine gute Idee? Da müssen wir allerdings die Weihnachtsmarktnummer machen. Zumal die Weihnachtsmärkte ja alle jetzt schon. Wahlplakate am Weihnachtsmarkt. Zumal die Weihnachtsmärkte ja jetzt immer bis ins neue Jahr noch offen haben. Das ist ja die neue Strategie vom Weihnachtsmarkt. Insofern wird man dann direkt vom Weihnachtsmarkt. Jahresendmärkte, genau. Ja. So ist es. Also, ich meine, wir können auch mal so sagen, wir können ja den Parteien verpflichten, die Plakate vom letzten Mal nochmal zu verwenden. Das fände ich ja persönlich ganz witzig. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder oder Respekt und so weiter. Ich glaube, es wäre ganz witzig, die alten Wahlplakate wieder mal zu verwenden. Da weiß man zumindest mal, was vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren erzählt wurde. Und dann kann man sich ja überlegen, wie realistisch ist das, was heute erzählt wird. Also ich persönlich würde sagen, wir überschätzen das Thema der Wahlplakate ohnehin. Die Wahl wird entschieden über Talkshow-Auftritte, über das, was die Medien sehr stark schreiben. Ich meine, gestern, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe eine Ausschnitte gesehen von, das war es gestern oder vorgestern, Maybrit Illner, wenn er diskutiert wird. Und wenn dann schon dann einige Diskutanten sagen, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der die große Geschichte erzählen kann, der emotional mitnimmt. Uns geht es ja wirtschaftlich gar nicht so schlecht, sonst geht eher nur um das Aufgreifen von Unsicherheiten. Dann siehst du schon, in welche Richtung die ganze Argumentation läuft. Im Motto, ist alles gar nicht so schlimm und eigentlich alles ganz gut und wir fühlen uns nur so. Und das halte ich halt für ganz, ganz fatal. Und das wird dominieren. Also die Leute werden vom Fernseher sitzen, wenn es draußen kalt ist und werden sich das dann da in Talkshows reinziehen oder erzählen lassen. Und vor dem Hintergrund ist es letztlich egal, wann gewählt wird, würde ich jetzt mal sagen. Und dann bin ich eher für früher, um dann früher die Hoffnung zu haben, dass es doch Klarheit gibt, in welche Richtung das geht. Ganz einfach, gehen wir weiter in die Richtung von mehr Sozialstaat, mehr Umverteilung etc. etc., mehr staatlicher Intervention mit Vorgaben, mehr Subventionen, mehr Verboten, oder gehen wir in die Richtung, wo wir sagen, wir nehmen den Staat zurück, wir machen einen starken Staat, der das, was er machen muss, gut macht, aber sich bei vielen Dingen eben raushält, weil er sowieso nicht besser kann. Das ist eine Weichenstellung. Und die Weichenstellung brauchen alle diejenigen, die darüber nachdenken, ob sie in dieses Land weiter investieren, sei es als Unternehmen oder als Privatleute. Und desto schneller diese Weichenstellung erfolgt, desto klarer ist es für die Betroffenen. Wenn die Unsicherheit anhält, im Zweifel habe ich eher Angst, dass es in die falsche Richtung geht und stimme dann mit meinem Geld und meiner Investitionsentscheidung entsprechend ab. Das leuchtet ein. Aber bevor wir uns jetzt einigen darauf, dass wir wollen, dass es so schnell wie möglich da vorangeht, vielleicht noch kurz die Frage. Es sind dann natürlich auch jetzt ein paar Gesetze, die unmittelbar eigentlich vor Abschluss stehen, die dann wahrscheinlich nicht mehr kommen, die womöglich noch eine Chance hätten, wenn man sich jetzt in irgendeiner Form zusammenrauft im Parlament. Was würdest du denn sagen, um welche Gesetze ist es schade, dass sie nicht mehr durchkommen, beziehungsweise bei welchen ist es auch gut so, dass es dazu nicht kommt?
Also schade, fällt mir spontan nichts ein. Es gibt ja dieses Wirtschaftsförderungsgesetz, aber das ist ja Peanuts, also das kann man machen, aber das ist nicht das, was mir jetzt groß... Es ist nicht die Wende, die wir brauchen viel stärkere Maßnahmen als das, was in der Pipeline ist. Und ganz klar, die Rentenreform, dass die nicht kommt, da kann man nur sagen, gut, dass sie nicht kommt. Glück weil gehabt. Es gibt sowas, es gibt sowas Ungerechtes, gibt es nicht. Und das finde ich auch interessant. Ich meine, dann wird dann behauptet, die FDP ist für Rentenkürzungen. Niemand spricht von Rentenkürzungen, ja. Sondern es war im Prinzip, ging es darum, zukünftige Rentensteigerungen im Jahr 2040 irgendwie ein bisschen abzumindern, damit es nicht alles auf die junge Generation fällt. Und desto früher man das macht, desto früher man den Leuten sagt, das ist der Ausblick, desto eher können sie sich privat vorsorgen. Also vor dem Hintergrund, da bin ich überhaupt nicht traurig, dass das nicht kommt. Gut, die Aktienrente, die war Bestandteil, die hätte ich gerne gehabt. Wahrscheinlich kommt die dann nicht mehr. Wobei ich dazu sagen muss, auch die Aktienrente, auch das haben wir diskutiert, ist ein Tropfen auf heißen Stein. Da brauchen wir viel radikalere Maßnahmen, wie wir im August diskutiert haben. Vielleicht wiederholen wir es nachher nochmal, aber dem traue ich jetzt nicht nach. Also ich sehe jetzt nicht das Problem. Und die Lindner-Rente? Das war ja die, sollte ja auch ja, die private Altersvorsorge. Ich meine nicht die Aktienrente, wo der Staat sich verschuldet und das in Aktien packt und ein Teil halt einfach von Umlageverfahren in Kapital gedeckt. Nee, ich meine die Lindner-Rente, der wollte ja auch die zweite Säule der Altersvorsorge, die private. Die Riester-Rente sollte ja auch reformiert werden. Das wäre gut gewesen, ja. Ja gut, aber das ist ja ein Package. Ist ja ein Package. Was willst du machen? Du kannst jetzt ja nicht ein Package aufschnüren und kannst sagen, ich stimme jetzt noch der Lindner-Rente zu. Da macht die SPD auch nicht mit. Also vor dem Hintergrund ist es aber, weißt du, das ist ein schönes Beispiel. Wir diskutieren jetzt hier so über den einen Hebel und anderen Hebel. Die, die Rentenreform, die jetzt hoffentlich nicht kommt, wäre doof und wäre ungerecht. Aber viel wichtiger wäre doch zu sagen, was müssen wir tun, damit Deutschland 2040 so ein wirtschaftlich leistungsfähiges Land ist, dass bei uns die alten Menschen nicht in Armut leben müssen. Das ist doch die Frage. Und die Frage wird nicht diskutiert. Die Frage wird jetzt auch nicht entschieden in den nächsten paar Wochen, müsste aber jetzt auf den Tisch. Okay, also da siehst du das nicht. Aber dieser Termin, 19. Januar, würdest du den gut finden? Und wäre das auch ein Zeichen gegen Trump so ein bisschen? Oder wir sind bereit, wir können jetzt handeln? Was Zeichen gegen Trump? Das ist ganz oder nichts gegen Trump oder Zeichen für Deutschland. Sagen wir einfach mal so, dass wir sagen, es ist doch misslich, wenn in Amerika ein neuer Präsident ins Amt kommt, der ja schon explizit kein Deutschland-Fan ist und schon explizit gesagt hat, dass er insbesondere Autokonzerne mit gezielten Zöllen noch belegen will, dass Deutschland ihn beklaut und so weiter. Also das Land, weil wir einen Überschuss mit denen machen, einen Handelsbilanzüberschuss von ungefähr 67 Milliarden pro Jahr. So, wäre das dann nicht besser oder würdest du sagen, das ist völlig egal? Nein, deshalb wäre es besser, so früh wie möglich eine Regierung zu haben, die die richtigen Antworten darauf findet. Und die aktuelle Regierung hat sich damit schwer getan, offensichtlich. Weißt du, ich habe kurz nach der Wahl von Trump war dann Spiegel Online, so ein Kommentar, aber man sieht wieder, man muss mehr Sozialstaat haben und so weiter, damit die Populisten nicht gewählt werden. Und da sage ich mir einfach so, Thema verfehlt. Du musst es so vorstellen, der Trump, stell dir vor wie so ein Boxkampf. Da hast du die USA. Die USA haben tiefe Steuern, die USA haben wenig Regulierung und die USA haben sehr tiefe Energiepreise verglichen mit uns. Und da hast du jetzt einen Präsidenten, der sagt America first. Und der hat ja auch gesagt, ich liebe die deutsche Automobilindustrie, siedelt euch doch bitte bei uns an. Und soweit ich gehört habe, will VW in Deutschland Werke schließen und nicht in Mexiko oder USA. Nicht? Gut, die haben jetzt in den USA keins, aber Mexiko haben sie meines Wissens eins. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass BMW oder Mercedes die Werke in den USA kleiner machen. Die werden im Prinzip dort die Produktion halten oder eben weiter ausbauen. Und jetzt kommt der gute Donald und sagt, übrigens, by the way, als erstes, was ich machen werde, ich werde Zölle haben. Das ist schlecht, das spricht dafür, produziert mehr bei uns. By the way, ich senke auch nochmal die Körperhörsteuer auf 15-16%. Das heißt, die Steuerdifferenz zu Deutschland ist noch besser, noch günstiger. Und ich dereguliere. Ich reguliere noch, viel mehr. Weniger Umlautauflagen, weniger Klimaauflagen. Und, by the way, ich fördere mehr fossile Energien. Bei mir gibt es noch mehr Gas, noch mehr Öl. Heißt im Klartext, dauerhaft tiefe Energiepreise. Und sagt, deutsche Automobilindustrie, Maschinenbauer, kommt zu uns. Bei uns ist die Zukunft. So, und jetzt musst du uns ja sagen, was machen wir dagegen? Ja genau. Was machen wir jetzt dagegen? Das wollen wir ja diskutieren, aber ich würde sagen, und dann ist diese Argumentation bei uns ja, wir müssen mehr Sozialstaat haben. Es ist so, als würdest du jetzt einen übergewichtigen, untrainierten Boxer, Deutschland, dem würdest du sagen, okay, jetzt musst du in den Ring steigen mit so einem USA. Ja. Jetzt denk dem jetzt nicht an Trump, jetzt denk mal so an einen fitten Amerikaner, der eben wo Trump der Coach ist, sagen wir mal. Ja, und wir haben also einen übergewichtigen, deutschen, untrainierten Boxer und dann sagen wir dem, iss doch noch mal einen Burger, bevor du jetzt da in den Ring steigst. Und dann wundern wir uns,
wenn wir einen auf die Nuss bekommen auf gut Deutsch. Und genau das ist das Thema. Wir müssen im Prinzip nicht weinen, nicht jammern, sondern wir müssen im Prinzip sagen, okay, es ist Wettbewerb. Es ist jetzt mal wegen Boxkampf, das falsche Bild, aber es ist ein Wettbewerb. Und diesen Wettbewerb, den bestehen wir nur, wenn wir uns verdammt nochmal alles daran setzen, wettbewerbsfähig zu sein. Und Wettbewerbsfähigkeit heißt nicht, die Sozialabgaben auf ein neues Spitzenniveau zu treiben. Der Wettbewerbsfähigkeit heißt jetzt nicht, irgendwelche Klimawandel-Fantasien nachzuhängen und Energiepreise hochzutreiben und dem Motto, es ist gut, dass wir Energie möglichst teuer machen, wir retten das Klima. Wenn wir mit Leuten im Wettbewerb stehen, die sagen, wir spielen es einfach anders. Und aber, mach mal, aber, und ich bin, da, und darum ganz, wenn ich das sagen darf, darum bin ich eigentlich froh darüber, dass Donald Trump gewählt wurde, aus deutscher Sicht. Jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, was ist das für einer? Ich habe mit dem nichts am Hut und mit seinen Sprüchen, vergiss, das ist ja nicht der Punkt. Wenn Harris gewählt worden wäre, dann hätten wir uns in Deutschland länger was vormachen können. Wir hätten gesagt, ach na ja, der freie Handel ist ja noch da und es gibt ja nicht so Protektionismus. Und das ist aber nicht wahr. Bei Harris wäre es genauso gekommen. Denk daran, der Biden hat fast keine von den Zollerhöhungen zurückgenommen, die der Trump gemacht hat. Im Gegenteil, Elektroautos für China hat er 100% eingeführt. Der Kampf zwischen USA und China ist erst am Anfang. Das ist übrigens parteiübergreifend Konsens in den USA, ist der große Konflikt. Das heißt, der Konflikt wird zunehmen. Und die Frage wird immer mehr auf den Tisch kommen, an uns auf Deutschland, wo die Amerikaner sagen werden, auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Und wenn du dann aber so schwächlich bist und eigentlich nur abhängig bist von allem, weil du dich nicht selber verteidigen kannst, weil du so hohe Energiekosten hast, weil deine Wirtschaft gerade einbricht und weil du mit der Bezöllen erpressbar bist, dann hast du einfach ein Problem. Und deshalb, weißt du, bei der Harris wäre es schleichend sowieso gekommen. Der Trend ist derselbe. Und mit Trump kommt das schneller, das ist brutal, das ist hart, aber es zwingt uns endlich mal, was hat Robert Habeck so schön gesagt, aber er wird von der Wirklichkeit umzingelt, zu sagen, jawohl, die Wirklichkeit hat uns komplett umzingelt, jetzt lass uns die Wirklichkeit einmal zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln. Darum geht es jetzt. Aber die Dringlichkeit hat ja zumindest der Kanzler schon mal nicht so richtig gesehen. Der hat ja in seiner Rede auch gesagt, wir sind ein reiches Land und wir können uns leisten, das alles so zu machen. Siehst du denn die Dringlichkeit? Und siehst du, es gab ja Moritz Scholarek vom Institut für Weltwirtschaft hat gesagt, wir hätten den schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Siehst du es auch so krass und siehst du, dass diese Dringlichkeit, die da drin steckt, jetzt auch in Deutschland angekommen ist? Also beim Volk wahrscheinlich noch nicht, aber in der Politik? Ich weiß gar nicht, ob es beim Volk nicht auch schon angekommen ist. Aber Daniel? Also es ist nur, also ich glaube, die Dringlichkeit, sagen wir so, gehen wir einen Schritt zurück. Also die Tatsache, dass es um Deutschland nicht so gut so steht zurzeit, glaube ich, dringt mittlerweile schon durch. Also desto, wenn du hörst, dass so ein Unternehmen wie VW 3 Werke zumachen möchte, wenn du so hörst, Schaeffler baut ab, alle bauen ab, Gewinn bei BMW bricht ein, die ganzen Themen, ihr habt ja immer rauf und runter in einem Podcast, dann glaube ich, merkt auch derjenige, der nicht den Alles auf Aktien-Podcast hört oder den Beyond the Office-Podcast, merkt dann schon, Moment mal, es läuft nicht mehr so gut. Und es mag den Leuten individuell noch ganz gut gehen, aber sie merken, es läuft nicht mehr so ganz gut. So, das ist insofern kommt das. Die Dringlichkeit oder die fundamentale Herausforderung, die fundamentale Bedeutung der Herausforderung, vor der wir stehen, die wird meines Erachtens von vielen in der Politik, aber auch in der Bevölkerung noch nicht wahrgenommen. Da ist so dieses kölsche Motto, nicht, es ist schon mal gut gegangen, ja? Ich kann es nicht nachsprechen, das wird schon mal gut gegangen, wird auch diesmal wieder gut gehen. Und man verkennt eben, dass das Umfeld mit oder ohne Trump ein völlig anderes ist. Also Energiekosten ist ein wichtiger Hebel. Wir haben offensichtlich den Bogen überspannt. Bis zu bestimmten Maße konnten unsere Unternehmen höhere Energiekosten verkraften. Wir haben es überspannt, können sie nicht mehr. Wir haben eine Deglobalisierung. Also wir haben Deglobalisierung, nicht mehr diesen Vorteil, alle Märkte sind offen, sondern wir haben zunehmend Handelshemmnisse, haben wir schon seit der Finanzkrise. Kommt immer mehr. Wir haben in China, was zum einen seine eigenen Probleme hat, auf der anderen Seite aber enorm an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat und uns in vielen Bereichen überholt hat. Wir haben so neue Wettbewerber und wir haben einfach ganz generell ein Umfeld, wo es viel mehr zu Verteilungskämpfen kommt zwischen Ländern, um Wachstum, aber auch innerhalb von Ländern. Und da muss man einfach sagen, in so einem Umfeld muss man alles tun, um fit zu sein. Und das, glaube ich, ist dringlichkeitsmäßig noch nicht angekommen bei uns.
Und erschweren kommt noch hinzu. Jetzt wollen wir mal durchgehen. Jetzt hast du so viele Sachen. Jetzt fangen wir mit der Energie an. Wir fangen mal mit der Energie an und du sagst einfach mal, was können wir in Deutschland tun? Wir hatten jetzt ja 3 Tage Dunkelflaute in Deutschland. Also wir hatten kaum Wind. Es war düster draußen. Wir hatten auch keinen Solarstrom. Aber was können wir jetzt machen, damit wir, du hast gesagt, Amerika wäre bei den Energiekosten wesentlich voran. Willst du jetzt mit dem Wladimir Putin wieder reden und wirst sagen, Mensch, da haben wir doch noch diese eine Röhre da in der Ostsee, die geht doch noch, die können wir doch irgendwie noch wieder mit Gas befüllen? Oder wie willst du es lösen? Wir fangen mal Ding für Ding an. Ding für Ding. Also lass uns erst einmal festhalten, wir sollten erst einmal sagen, unser Zielsystem sollte nicht sein, rein, dass wir nur sagen, wir müssen eine CO2-arme oder freie Energieversorgung haben, sondern unser Zielsystem sollte sein, wir brauchen eine möglichst günstige Energieversorgung. Das Ziel haben wir nämlich gar nicht zurzeit. Wir müssen erstmal sagen, ich möchte möglichst günstige Energie. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das hin? Das kann man sagen, okay, Wladimir Putin, nein, ich möchte das überhaupt nicht da irgendwie den Kota machen, sonst was. Nur wir müssen natürlich irgendwann mal die Frage aufwerfen, wie die Ukraine gelöst wird. Wie gesagt, da solltet ihr andere einladen, die von Geopolitik mehr Ahnung haben. Nur irgendwann ist die Lösung auf dem Tisch, weil sonst haben wir ein paar Jahre Verzehrungskrieg und am Ende auch nichts erreicht. Da müssen wir irgendwann mal sagen, wo geht's eigentlich hin? Das ist für mich persönlich als Laie, ist immer so richtig, nicht so richtig klar, wie der Krieg eigentlich enden soll. Da fehlt mir irgendwie so das Zielbild. Nur ganz klar ist, wenn der Krieg einmal endet, dann wird hoffentlich Russland Reparationen zahlen müssen und dann müssen sie was verkaufen und spätestens dann ist das Gas wieder auf dem Markt, weil das Gas muss dann genommen werden, um denen zu helfen, dass sie ihre Schulden tilgen können. Das wäre dann das Ziel. Aber darauf würde ich jetzt gar nicht setzen. Also ich bin jetzt hier überhaupt nicht im Camp von Sarah Wagenknecht. Wir haben aber eigene Möglichkeiten, was zu tun. Denk an Fracking in Deutschland. Da wird behauptet, nach dem Motto, ja, es ist besser, Fracking-Gas aus den USA, klimaschädlich übers Meer zu schippern zu uns, zu Terminals, statt das bei uns selber zu tun. Dann wird immer behauptet, ja, es ist alles so schädlich. Das stimmt aber gar nicht. Also die ganzen Bilder da mit brennendem Wasser und so weiter aus den USA, weiß man, das kommt bei uns alles gar nicht vor. Habe ich einen Podcast gehabt mit jemandem, der eben als für Bergbau in Deutschland jahrzehntelang zuständig war. Ich komme gerade nicht auf dieses zuständige Bundesamt. Da gibt es ein Bundesamt für. Und der hat mir ganz ausführlich erklärt, warum Fracking überhaupt nicht auch reine Verschmutzung darstellt. Im Gegenteil, du pustest eigentlich saubereres Wasser in den Boden, als da unten eigentlich ist. Also vor dem Hintergrund kann man nochmal nachhören in meinem Podcast. Ich würde ehrlich sagen, Fracking. Ich würde auch das Thema Atomkraft, ja, das ist nun mal so, wir haben Atomkraftwerke, die noch nicht abgerissen sind. Da würde ich schon sagen, wenn sie noch nicht abgerissen sind, schmeißen wir sie einfach wieder an. Also ich würde nur den ganzen Mindset ändern. Und darüber hinaus würde ich ganz gerne einfach mal sagen, lasst uns da mal wirklich mal Fachleute die Energiewende bearbeiten, anstatt nur Politiker und irgendwelches, ja, es sind ein Politiker und politische Aktivisten letztlich die ganze Diskussion bestimmen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe für meinen Podcast auch bearbeitet, keiner kann dir sagen, was die Energiewende bis jetzt gekostet hat. Und die Bundesregierung hat auch offiziell gesagt, sie wisse es nicht und es wäre auch aus ihrer Sicht sinnlos, diese Frage zu stellen nach dem Motto, wozu muss man das wissen, was es kostet. Und wir wissen aber alle aus Projektmanagement heraus, ein Projekt muss ein klares Ziel haben, ein Projekt muss einen ganzen Zeitplan haben, du musst ja wissen, was es kostet. Das machen wir eben nicht. Hier behaupten wir einfach, wir müssen ein paar mehr Windräder aufstellen, was uns jetzt gerade Dunkelflaute auch nicht richtig was nutzt. Wir müssen mehr Solarzellen machen, was es auch nichts nutzt und wenn die Sonne scheint, haben wir viel zu viel Energie. Also es ist ja aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben die Infrastruktur nicht geschaffen und die Kosten laufen weit aus dem Ruder. Wir reden von was über 1.000 Milliarden ausgegeben werden sollen, was wir uns einfach schlichtweg gar nicht mehr leisten können in dem Umfeld. Also ich würde einfach sagen, wir müssen es erstmal ehrlich machen und müssen im Zielsystem sagen, das Zielsystem ist billige Energie. Und wenn wir das Zielsystem haben, dann dauert es natürlich eine Weile, bis wir es erreicht haben. Und dann kommen wir eben zum Thema Staat. Ich glaube, hier, es gab ja das Thema Industriestrom und Brückenstrompreis, da bin ich immer dagegen. Warum? Weil wenn ich nicht an der Energieversorgung so ändere, dass ich zukünftig wirklich billigere Energie habe. Und es gibt nichts Billigeres als die Energie aus weiter betriebenen Atomkraftwerken. Also nochmal wichtig, weil die Hörer sich aufregen. Neue Atomkraftwerke sind teuer. Klammer auf, außer die Chinesen und Koreaner bauen sie. Die bauen sie nämlich erstaunlicherweise sehr günstig, was die Frage aufwirft, warum ist es bei uns im Westen so teuer? Klammer zu. Aber die neuen sind teuer. Aber vorhandene, wenn man die weiterlaufen lässt, das sagt die Energieagentur, sind so günstig wie nichts. Sie sind günstiger als Windstrom und sonst was. Und vor allem bei Windstrom und bei Solar kommt ja noch hinzu, dass wir zu noch Netze ausbauen müssen, etc., was wir da nicht machen müssen. Aber ist egal. Also ich würde sagen, wenn du hingehst und wirklich substanziell energieperspektivisch sagst, okay, 4-5 Jahren habe ich wirklich vom Markt her billige Energie, dann kann man dieses auch perspektivisch subventionieren, um quasi der energieintensiven Industrie eine Brücke zu bauen in diese neue Welt der Nachhaltigkeit.
Das ist erst. Also Netzentgelte, du wirst beispielsweise Netzentgelte, war ja auch in Rettung. Die würdest du abschaffen. Das war ja sogar im Habeck-Papier drin. Also ich merke schon, wir wollen ja die Programme auch nachher noch ein bisschen durchgehen. Aber zu sagen. Aber der Punkt ist halt, was Daniel sagt. Das Ziel war bisher nie günstigere Energie. Und das haben wir so noch nie definiert. Das war immer irgendwie saubere Energie zu vernünftigen Preisen und irgendwann bringen Sonne und Wind den Strom quasi gratis, wobei davon genau, hat man die sich richtig schicken keine Rechnung, Herr Sommerfeld. Schicken keine Rechnung, genau, aber das haben sie offiziell, das haben sie sogar jetzt auch schon einkassiert seit 1-2 Jahren. Also diese Zieldefinition. Aber mal zwischendurch gefragt, traust du einer CDU-regierten, CDU-geführten Regierung so eine klare Zielvorgabe zu? Zielsetzung? Weißt du, ich habe ja in meinen früheren Auftritten bei euch immer schon betont, ich bin ja unparteiisch, bin ich wirklich, weil ich finde, bei fast allen Parteien finde ich irgendwas, was mir gefällt und bei was mir nicht gefällt. Traue ich ja, das du sagst, zu? Du musst ja jetzt, du musst nicht sagen, aber ob so, jetzt, wenn ich jetzt spinne, weißt du, wenn ich jetzt spinne als ich bin kein Politikfachmann, aber wenn ich jetzt spinne, dann würde ich sagen, naja, so ein Friedrich Merz, wenn er wirklich Kanzler wird, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und der sagt so, ich mache jetzt hier mal, mein Ziel ist 6 Jahre, sage ich mal. Einmal wiedergewählt werden und dann nach 2 Jahren abtreten, übergeben an die nächste Generation. Und ich möchte in dieser Zeit, ist mein Ziel wirklich nur, ich möchte das Land voranbringen. Mir geht's wirklich ums Land, das ist das wichtigste Ziel. Über allem und nicht irgendwie so parteitaktische Spiele nach dem Motto, die Wahlen müssen nach der Hamburg-Wahl stattfinden, damit die SPD ein paar Stimmen mehr bekommt. Wenn das wirklich machen würde und das dann eben auf ein paar ganz wesentliche Hebel konzentriert, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das kann. Das würde ich ihm so gesehen zutrauen. Aber ich bin ja kein Politiker. Ich weiß ja nicht, wie er da eingebunden ist in die Zwänge von Parteien und von Fraktionen und von anderen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde es mir wünschen, dass man eben an Kernarbeiten arbeitet. Was ist Kernpunkt? Wir diskutieren es ja auch noch Kernpunkte. Wir diskutieren es über Energie. Wir diskutieren wahrscheinlich über 2 oder 3 andere Hebel noch. Und dann werden wir fragen, weil wir das finanzieren. Und dann habe ich eine abweichende Meinung, wie ihr wisst, dass ich durchaus mir vorstellen kann, über Schulden zu gehen, sogar radikal über Schulden zu gehen, kann man auch die Argumentation nochmal erklären, aber eben für ein sinnhaftes Programm und nicht einfach um vorhandene Politiken einfach so, wie sie sind, fortzusetzen. Jetzt gab es ja verschiedene Programme, eins von Lindner, eins von Habeck, dann gab es auch eins von der SPD ganz am Anfang. Jetzt gab es noch zum Schluss noch ein Papier, was ja dann der Scholz dem Lindner vorgelegt hat. Da ging es ja darum, ach Mann, wir versuchen die Notlage auszurufen, damit die Schuldenbremse nochmal ein Jahr ausgesetzt werden kann. Und dafür gebe ich dir, lieber Christian, ein paar von deinen Reformvorstellungen. Aber das, was du jetzt in deinen Reformplänen drin hast, wirklich mit Bürgergeld radikal oder Rente, längere Arbeitszeit oder die anderen Sachen, die drin standen, die wollen wir nicht. Wie können wir jetzt mal, du kennst ja wahrscheinlich viele der Programme, wenn wir die mal zusammen zu einem schönen Stelter-Programm zusammen machen, wo würdest du was rausnehmen und was fandst du an den Programmideen, die es gab, gut? Also mal so, es stöhnt. Ja, es ist schwierig, das muss ich überlegen, weil ich habe ihn ja auswendig gelernt. Also ich sag mal so, ich fand in dem Papier von Lindner fand ich gut nochmal die nüchterne Analyse des Status quo. Weil er einfach das auch sagt letztlich, was wir auch wir diskutiert haben, was ihr immer diskutiert, was ich im Podcast immer sage, dass Deutschland in einer extrem schwierigen Lage ist. Und Schulerik sagt es ja auch, wir stehen in einer schwierigsten Herausforderung. Gut, Schulerik hat es begründet mit der Wahl in den USA. Ich würde eher sagen, wir stehen vor einem wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen, der eigentlich homemade ist. Ja, weil wir einfach selber uns in vielen Dingen ins Knie geschossen haben und einfach mit einer Realitätsverweigerung verbunden haben, die einfach in weiten Teilen Bevölkerung und Politik leider noch andauert. Also ich mochte die Analyse. Was ich beim Lindner-Papier so wenig mochte, war, was ich natürlich politisch verstehe, aber was ich inhaltlich nicht teile, ist, wie apodiktisch er gesagt hat, keine neuen Schulden und so weiter, auf gar keine neuen Schulden. Er hatte sogar noch die EU angeführt als Grund, dass die EU quasi uns nicht ermöglichen würde, mehr Schulden zu machen. Das sehe ich dediziert anders. Das wisst ihr, ich finde, es gibt keinen größeren Grund für mehr Schulden als den Euro.
Einfach deshalb, weil wir uns die Währung mit Leuten teilen, die nicht im Traum daran denken zu sparen. Aber das hat mir dann nicht gefallen. So, er hat Energiekosten angesprochen, finde ich gut. Er hat Atomkraft sowieso nicht erwähnt, die Atomkraftwerke wieder anzuschalten. Insofern kann man sich eigentlich aus grüner Sicht gar nicht beschweren. Er hat da sogar eine wichtige Kröte gar nicht reingeschrieben. Also insofern, das sind so die Dinge, im Prinzip Reformen zu machen, dem Staat mehr zurückzunehmen, dem Privaten mehr zu glauben. Das ist generell meine Philosophie. Ihr wisst, wir haben letztes Mal über die Chancenpartei gesprochen, die Deutsche Chancenpartei. Die Deutsche Chancenpartei würde logischerweise nicht hingehen und würde im Detail vorschreiben, wie was gemacht wird, sondern würde sich auf Rahmensetzung konzentrieren. Bei dem Habeck-Papier, also was ich gut fand, oder sagen wir so, er macht Schulden, da würde ich sagen, ist okay, ich würde ungern Schulden machen und das Geld Herrn Habeck geben, muss ich dazu sagen, weil ich dann befürchten würde, dass das Geld ihm falsch ausgegeben wird. Was ich aber schon richtig finde, ist zu sagen, okay, wir haben offensichtlich einen Bedarf an mehr Investitionen im Land. Das zu erkennen, zu sagen, wir brauchen mehr Investitionen, das stimmt. Ich sehe halt den Zuschuss von diesen 10% dahingehend kritisch, weil zum einen gibt es natürlich Effekte, wo Leute so investiert hätten, warum soll ich das Geld geben. Zum anderen ist es so, wenn du mir die Investition 10% billiger machst als Staat, dann entscheidet das eigentlich nicht über Investitionen, ja oder nein. Weil für mich sind viel entscheidender, was sind meine Ertragsaussichten. Das kannst du sagen, gut, wenn mich jetzt die Anlage nicht 1 Million kostet, sondern 900.000, ist doch super. Aber die Ertragsaussichten sind natürlich meiner erwarteten zukünftigen Cashflows. Und da hast du die Variable zum einen natürlich, okay, was erwartest du wirklich? Und das andere ist das Risiko, was du siehst. Also wie volatil ist die Erwartung? Wie ist die Streubrandbreite? Erwarte ich jetzt jedes Jahr 100.000 sicher? Und es kostet, ich habe 10 Jahre Laufzeit, kann ich sagen, oh, ich zahle nur 900.000 und ich kriege 10 mal 100.000. Jetzt vergessen wir mal den Zinseseffekt und so weiter. Kann ich sagen, okay, ich kriege mehr rein, als ich bezahlt habe, kann ich machen. Aber wenn du sagst, so, ja, ich erwarte schon 100, aber die Streubreite ist zwischen 100, 120 und dann nach unten 50, weil irgendwas passiert, weil die Arbeitskosten hochgehen, weil plötzlich nochmal neue, die Pflegeversicherung teurer wird oder weil plötzlich gesagt wird, ich muss meine Steuern erhöhen, weil ich weil ich reich bin und gibt es eine Reichensteuer für mich oder andere Faktoren. Das heißt, sobald diese Unsicherheit da ist, investiere ich nicht. Und deshalb musst du halt mehr die Unsicherheit rausnehmen, als zu sagen, ich gebe dir eine Subvention. Und das hat mir halt gefehlt. Es ist halt, die Politik als solches hat die Unsicherheit massiv erhöht in Deutschland. Und die ganze Diskussion, die wir im öffentlichen Raum haben, ist ja über Steuererhöhungen, Vermögenssteuern, Vermögensabgaben, Erbversteuern und so weiter, was auch gerade viele Familienunternehmen dann betrifft. Und da ist die Frage schon, ich kriege 10% jetzt dazu, aber welche Risiken kaufe ich mir da ein? Ich bin dann jahrelang an diesem Standort gebunden und ob das dann geschickt ist, weiß ich nicht. Vor allem auch, Stichwort Energiekosten wieder, nach dem Motto, wie hoch gehen die Energiekosten noch? Wenn ich als Antwort auf hohe Energiekosten bekomme, wir setzen den eingeschlagenen Weg jetzt mit noch mehr Kraft fort, dann habe ich einfach Zweifel. Wenn mir jemand sagen würde, offensichtlich hat es so nicht funktioniert, wir müssen uns von ein paar Lebenslügen verabschieden, wie keine Rechnung durch Sonne und Wind, weil wir einfach Backups haben und Netze bauen etc. Wenn wir ehrlich werden, dann nehme ich Risiken ab. Quasi, wenn die Politik die Probleme wirklich erkennt, dann reduziere ich das Risiko von Investitionsentscheidungen. Und das ist viel wichtiger als der 10% Zuschuss. Generell zu sagen, ich mache Investitionen attraktiver finanziell, über Abschreibungsmöglichkeiten und so weiter, ist aber ein richtiger Gedanke. So, das Scholz-Papier, was er dann da vorgeschlagen hat, da dem Lindner an Konzessionen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail, habe mich auch nicht sonderlich interessiert, weil ich das einfach sowieso nur als Inszenierung empfunden habe. Die Frage war dem Motto, ich entlasse dich lieber, bevor du mir am Sonntag von dir aus erklärst, dass du gehst, damit ich das Heft des Handelns in der Hand habe. Fein, politische Spielchen haben wir schon diskutiert. Jetzt momentan mal ein paar Löcher zu stopfen, mit Notlage, nach dem Motto, ein demokratischer Präsident wurde in den USA demokratisch gewählt. Und deshalb haben wir eine Notlage in Deutschland und müssen mal 10 Milliarden Sonderschulden machen. Das ist ja wohl ein Witz. Ich meine, das ist einfach ein Witz. Also vor dem Hintergrund, das ist kein echtes Deal. Das ist einfach ein Weiterwursteln wie bisher. Nach dem Motto, wir kaschieren Probleme mit ein bisschen Geld, aber wir machen uns nicht an die wirklich grundlegenden Themen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu der Sache, du hast gesagt, wir müssen die Zukunft
ja, weniger riskant, zumindest politisch machen. Wirtschaftlich ist es ja immer unsicher, da kann auch der Staat ja einem nichts abnehmen, aber du kannst nämlich sagen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn ich das Gefühl habe, hier wird eine Energiepolitik betrieben, die mir langfristig A, habe ich die Energie und B, ist sie auch zu vertretbaren Preisen da vorhanden, dann wäre das ja sicherlich was Positives. Jetzt hast du ja schon gesagt, welche Parteien zusammengehen könnten. Wenn man sich die Umfragen jetzt anguckt, hätten wir mit 33% gerade die Union, dann haben wir 16% die SPD, dann haben wir die Grünen so zwischen 10, 11 oder 12, je nachdem, welche Umfrage macht, und man hat die FDP mit so zwischen 3 und 5. Jetzt kannst du ja mal was zusammenstellen und sagen, welche Konstellation du jetzt am liebsten hättest, um diese größere politische Sicherheit zu haben, damit dann auch das Land wieder vorankommt. Ja, da sind wir beim Problem. Also ich muss dazu sagen, vielleicht ein Wort zur FDP. Ich meine, ich habe ja die Hörer, die August-Folge nicht gehört haben oder nicht nachhören wollen oder wieder vergessen haben. Ich habe ja da gesagt, dem Motto, ich bin eigentlich für eine Chancenpartei und ich wäre natürlich froh, wenn die FDP diese Chancenpartei wäre. Was habe ich damit gemeint? Ich habe gemeint, wir brauchen eine Partei, die den Menschen mehr Freiraum gibt, den Menschen mehr zutraut. Das heißt, geringe Steuern, Abgabenbelastung, mehr Freiraum, weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Das sind eigentlich Kernthemen, die eine FDP vertreten sollte. Die FDP ist von anderen immer kommunikativ in die Besserverdiener-Ecke gestellt worden, hat sie aber teilweise selber auch in diese Ecke manövriert. Und das ist eigentlich sehr schade und damit ist meines Erachtens zu singulär. Ich finde, so eine Chancenpartei wäre eigentlich, sollte eine FDP sein. Dazu gehört auch zum Beispiel, anders zu denken über eine Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer, über die man durchaus reden kann, aber eben nicht on top zu dem, was wir schon haben, sondern im Zuge eines Umbaus eines Steuersystems und Abgabensystems, welches gerade im unteren mittleren Bereich eine massive Entlastung herbeiführt, damit es sich wirklich lohnt zu arbeiten und dass wirklich ein Anreiz da ist, dass man aus eigener Kraft in Deutschland zu Vermögen kommen kann. Und zwar zu wirklichem Vermögen. Das heißt, wenn du einen guten Job hast, dass du auch in der Lage bist, dir ein Haus zu kaufen in der guten Gegend oder eine Wohnung, was heute teilweise eben nicht möglich ist aufgrund der sehr hohen Steuernabgabenbelastung, das ist eine Ungleichheitsbehandlung. Also ich würde da schon einen Umbau machen und da sollte eine FDP mitmachen und sollte jetzt nicht sozusagen immer die Klientelpolitik nach, zumindest auch meiner Wahrnehmung, vielen Wahrnehmungen Vertreter, die Motto, wir vertreten jetzt nur die Reichen, weil eigentlich müsste die Partei diejenigen vertreten, die reich werden wollen. Das wäre das Gute. Und ich würde mal sagen, eine FDP, die in die Richtung sich entwickelt, sollte auch wieder im Bundestag sitzen. Also ich finde es schade, wenn die FDP nicht mehr im Bundestag säße. Wir brauchen eigentlich schon eine liberale Partei im besten Sinne des Wortes. So, jetzt nehmen wir mal das Szenario an, dass die auch es reinschafft, vielleicht nach diesem kleinen Kommunikationsbeitrag. Das ist ja meine liebste Konstellation. Und wir werden es natürlich es wird für zwei nicht lange, also brauchst du drei. So, und hast du Union und FDP? Doch, es wird ja für Schwarz und Rot wird es reichen. Da hättest du hättest ja die Union gerade mit 33 und du hast Rot, achso, wenn die FDP mit drin haben. Wenn dann ist es mal so, das wäre mir, dann würde ich wahrscheinlich, also ist auch gut, du kannst jetzt sagen, wenn es mit Zweien geht und die AfD ist außen vor, dann würde ich sagen, okay, dann hast du nehmen wir mal eine Zweierkonstellation. Dann hast du Schwarz-Rot. Mhm. Was man früher Große Koalition genannt hat, aber heute sicherlich nicht mehr Große Koalition nennen kann, da würde ich halt sagen, ja, aber letztlich ist es dann so, wir haben die beiden Parteien, die maßgeblich an dem Niedergang Deutschlands Schuld haben, sind dann wieder in der Macht. Ein Friedrich Merz, dem ich wirklich sagen würde, er hat die Politiken von Frau Merkel sicherlich nicht gut gefunden, der steht für was anderes. Die Frage ist, wie weit steht seine Partei für was anderes? Und die SPD steht nun definitiv nicht für was anderes. Die FDP, SPD ist ja nun wirklich maßgeblich dafür verantwortlich für Rente mit 63, Grundrente, die ganzen Sachen, Bürgergeldausbau und so weiter. Auch das Rentenvorschläge jetzt. Insofern würde ich sagen, diese Konstellation würde ich befürchten, aufgrund der mangelnden Erkenntnis, bis jetzt zumindest sichtbar der SPD, würde das Land nicht voranbringen. Weil die SPD letztlich eine Politikpartei ist, die an die großen Konzerne denkt, die und nicht an den Mittelstand unbedingt denkt. Ich glaube, das ist eine schwierige Konstellation, da bin ich ausgesprochen. Ich bin nicht hoffnungslos, ich würde sagen, es ist schwierig. Okay. Nehmen wir eine andere Zweierkonstellation, die wir machen aus irgendwelchen Gründen. Robert Habeck ist so ein guter Kommunikator und kriegt entsprechenden Zuspruch. Also nehmen wir mal, wir hätten dann Schwarz-Grün als Konstellation. Das ist bis jetzt mathematisch nicht möglich, aber du weißt ja nicht, was noch passieren kann, bis
März, was weiß ich. Das kann schon passieren. Dann würde ich sagen, das kann passieren. Da wäre ich auch nicht gerade richtig happy, weil zum einen die Grünen natürlich auch, letztlich haben wir ja gesehen, sehr stark eben auf Regulierung, auf Vorgaben, auf diese ganzen Dinge achten. Gleichzeitig auch sehr viel jetzt eben über Steuererhöhungen und Ähnliches sprechen. Also ich glaube nicht, dass das richtige Konstellation ist. Und dann hast du halt dann Dreierbündnisse, also wenn du Union, FDP und einen anderen hast. Das würde natürlich mathematisch dazu führen, dass der andere, also SPD oder Grüne, eben kleiner werden als in der Zweierkonstellation. Vermutung, außer die FDP geht rein zu Lasten der Union. Und dann gibt es unter Umständen die Hoffnung, dass dann quasi im Unterschied zur Ampel quasi zwei der drei eben in die Richtung eher mehr Markt, eher mehr Vertrauen in die Bürger, eher mehr Deregulierung, eher billigere Energie und so weiter gehen, dass dann etwas passieren kann. Aber ihr seht mich, ich bin schon, für mich ist es so, ich fürchte einfach, dass Neuwahlen nichts ändern werden. Aber du sagst aber auch, du hättest lieber eine Deutschland-Koalition, also Schwarz, Gelb, Rot, als dass du nur eine große Koalition hättest. Ja. Auch wenn es nicht notwendig wäre, dass die FDP dazukommt. Du würdest sagen, man soll die FDP dazunehmen, nicht damit es eine Mehrheitsbeschaffung wird, sondern dass einfach die Themen, die du für wichtig erachtest, die siehst du ja bei der FDP, und dass dann CDU und FDP möglicherweise die SPD ein bisschen kleiner halten können. Aber warum soll die SPD mitmachen bei sowas, frage ich mich jetzt. Nein, das Beste wäre natürlich, wenn sie mitmachen müsste, weil es mathematisch nicht anders geht. Ja, okay, das ist klar. Ich glaube, die Koalition, wenn sie zu zweit das machen könnten, werden sie es machen. Mit mir wäre eine Hoffnung, wäre halt wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sie es zu zweit machen können, wenn wirklich gewählt ist. Und wenn sie es nicht zu zweit machen können, dann wäre mir lieber eben, in der Tat, die Deutschlandkoalition wäre mir dann lieber, also schwarzer Koalition. Du hast gerade so gesagt, ja, ich bin mehr für die FDP. Das stimmt so nicht. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich sehe zum Beispiel die Schuldenbremse ganz anders. Und ich sehe auch das Thema so Steuersystem so gesehen anders. Ich kann schon mir ein Steuersystemumbau vorstellen, wo Vermögenserbesteuer und so weiter anders gehandhabt werden als heute. Da würde die FDP nicht mitgehen. Deshalb lege ich sehr viel Wert darauf, dass ich das so schon dediziert anders sehe, weil ich bin hier nicht irgendwie der Vertreter einer politischen Linie. Aber du wolltest ja die Deutsche Chancenpartei gründen, aber das wolltest du ja auch nicht machen. Ich habe definiert, was ich mir für eine Partei wünschen würde, weil du hast mich ja im August schon, es wird echt langsam langweilig genau. Für die Hörer, wir sollten über die Inhalte sprechen, was wirtschaftlich getan werden sollte, aber um es abzuschließen, im August hattest du mich ja sozusagen quasi physisch bei euch vor Ort so in die Ecke getrieben, was gemeint wird. Ich würde dann keine Partei unterstützen, ich würde mir eine Deutsche Chancenpartei wünschen. Und wenn eine Partei sich in diese Richtung entwickelt, fein. Aber wie gesagt, gründen würde ich keine, weil das merken höre jetzt auch, ich bin zu allem geeignet, aber nicht zum Politiker. Na gut, aber warum, wenn Donald Trump in Amerika gewählt wird, der ist ja auch eine ganz eigene kommunikative Persönlichkeit. Vielleicht, ich würde sagen, da bist du ein bisschen klarer als er, aber der spricht ja auch Sachen deutlich aus. Warum sollte sich auch in Deutschland die Leute nicht mit dem politischen System unzufrieden sein? Lass uns doch mal lieber über die Inhalte sprechen. Was getan werden müsste. Weil wir haben ja. Ich merke schon, du willst nicht. Das hat er doch letztens schon erklärt. Er hat gesagt, dass die ganzen Strukturen, das ganze Gestüngel. Aber wir hatten relativ viele Leute, die auch hier sich gemeldet haben und gesagt haben: Hey, wo gibt es diese Deutsche Chancenpartei? Ich will da mitmachen. Und ich habe auch die E-Mails bekommen, ist alles richtig. Also die Deutsche Chancenpartei. Genau, wir hatten Alex Graf, der war da, der sagte auch, er würde mitmachen aus der Startup-Ecke. Also wir hatten so viele Leute, die sich das wünschen würden. Dann würde ich doch sagen, Holger, da macht es doch, und ich bin gerne euer wirtschaftspolitischer Berater. Ach, super. So weit waren wir im Sommer auch schon. Das weißt du, der Punkt ist doch, wir haben das Dilemma eben, dass wir eben, wir haben es ja vorhin schon gesprochen, dass eben die Dringlichkeit noch nicht angekommen ist. Vielen Menschen geht es ja gut persönlich, die sagen, ach naja, da gibt es irgendwelche Arbeitsplatzverluste und so weiter. Und am Ende werden die auch gar nicht so schlimm sein, weil da gehen alte Leute, werden Rente geschickt. Ja, dann sagt man sich, ja, ist ja nicht so schlimm und demografisch, und die finden auch neue Jobs, die noch arbeiten wollen, also was ist das Problem, und die fallen ja auch nicht tief und Bürgergeld und so weiter, und das ist eben ein Irrtum. Wir verspielen gerade die wirtschaftliche Stärke des Landes, die über 100 Jahre aufgebaut wurde und die du nicht wieder herstellen kannst, wenn sie einmal weg ist. Du kriegst, was ist die geschlossenen Automobilwerke, die werden keinen neuen aufgemacht werden. Da würdest du mir sagen, Tesla hat eins aufgemacht, aber das ist jetzt das ist eins von vielen, wenn ein paar Chinesen bei uns ein Automobilwerk aufbauen und wir dann die Autos für die anderen zusammenschrauben, kann schon sein. Das ist aber nicht das, was den Standort Deutschland so bekräftigt, dass er uns den Wohlstand und auch den Sozialstaat finanziert, den wir gerne haben wollen.
Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen, in Amerika, sind die Leute, haben ja Trump gewählt, jetzt nicht, weil sie den so doll fanden unbedingt, sondern weil sie mit diesem herrschenden politischen System unzufrieden waren. Auf eine gewisse Art und Weise wirtschaftlich unhappy waren. Ja, aber ich bin, sag mir eine Ökonomie in der großen, weiten Welt, die besser dastehen als Amerika. Also, da wüsste sie waren trotzdem unhappy. Da wüsste ich jetzt, weniger. Ja, du hast natürlich, aber das ist ein schöner Punkt. Ich meine, das war eigentlich schon klar, dass gerade in der unteren Mittelschicht in den USA, die haben schon Kaufkraftverluste erlitten. Die hatten unter Trump höhere Kaufkraft. Und das war das Thema. Ja. Okay, gut. Aber jetzt sind die Leute trotzdem, in Deutschland ist es auch so, wir haben auch eine geringere Kaufkraft in vielen Schichten, ja. Weil auch da die Reallöhne jetzt erst zuletzt wieder gestiegen sind, vorher ja. Auch nicht. Also du hättest möglicherweise auch das Potenzial. Und glaubst du nicht, dass wenn jetzt eine neue, wäre der Boden nicht bereit für eine neue Partei, weil viele Leute sagen vielleicht aus Protest, naja, nehme ich halt Sarah Wagenknecht, die will den Krieg beenden und das, oder ich mache eine Proteststimme und wähle AfD. Meinst du nicht, klar gibt es da ein paar Hartrechte, klar gibt es da ein paar Hartlinke, aber es gibt auch viele, die einfach nur unzufrieden sind und einfach sagen, die etablierten Parteien, die haben meine Probleme nicht im Blick und die machen das nicht. Und wenn du jetzt eine neue Partei machen würdest und sagen würdest, hey, ich bin die Partei für die Menschen, dass sie wieder Chancen bekommen und ich möchte einfach jedem die Chance geben, ein Aufstiegsversprechen und solche Sachen. Das müsste doch jetzt reif sein für sowas. Und das ist vielleicht keine populistische Partei. Oder meinst du, in Deutschland muss man eine populistische Partei haben und müsste man so eine, wie Frau Wagenknecht, eine Talkshow geprüfte Führerin haben, die dann da irgendwie den Leuten irgendwas erzählt, was aber wirtschaftlich nicht funktioniert? Was du schon bräuchtest, natürlich schon die mediale Unterstützung. Also ganz ehrlich, ich meine, die Frau Wagenknecht-Partei gibt es nur deshalb, weil sie aus Film, Funk und Fernsehen höchst bekannt ist. Das haben wir auch im August besprochen. Also brauchst du natürlich jemanden. Also wenn ich jetzt wenn ich die nächsten zwei Jahre so oft bei Markus Lanz sitze, wie Herr Habeck und Frau Wagenknecht und vielleicht noch, keine Ahnung, nach einem dritten, dann könnte man darüber reden, so eine Partei zu gründen. Ich glaube jetzt konkret, jetzt haben wir gerade gesprochen, wir wollen wirklich eine Neuwahl, das ist eh zu spät, das zu machen, aber Spaß beiseite. Ich würde sagen, die Tatsache, dass die Union zurzeit Friedrich Merz hat, der ist ja zumindest in seiner Positionierung so ein liberal-marktwirtschaftlicher Typ. Glaube ich, ist es schwieriger für so eine Chancenpartei sozusagen Fuß zu fassen. Es wäre bei einer Wüst-CDU oder sowas meines Erachtens anders. Aber wir diskutieren echt das Politik und das ist jetzt, will ich vielleicht so ein bisschen aus dem Stegreif mal schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie Blödsinn erzähle. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Gefahr sehr groß ist, dass wir, wenn die nächste Regierung dann die vier Jahre durchhält, was nicht ausgemacht ist, weil die Probleme werden größer werden und damit die Konflikte. Und wenn ein Teil der Regierung, es wird ja so sein, ein Teil der Regierung auf mehr Staat, auf mehr Umverteilung, auf mehr Steuern, auf mehr Subventionen setzt und ein anderer Teil der Regierung auf mehr Markt, auf mehr Deregulierung, auf mehr, was ist ja eine Weichenentscheidung. Und die trifft man ja nicht. Ja, also die Ampel hat sie zugeschüttet mit viel Geld, bis das Geld weg war. Und die nächste Regierung hat das Geld von Anfang an nicht. Das heißt, die haben den Spaltpilz auch schon drin. Und dann sehe ich ja die Gefahr sehr groß, dass wenn diese Regierung endet, entweder vorzeitig oder planmäßig, dass natürlich die Grundprobleme des Landes nicht gelöst wurden. Weil du kannst nicht, wenn du Pferde in unterschiedliche Richtungen ziehen, kann nicht, weil scheiße, du kommst nicht voran. Und ich glaube, dass dann das Parteiensystem komplett durcheinander gewirbelt wird. Aber das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Wir müssen ja gucken, wenn du mal guckst, bei den ganzen G7-Ländern, wenn du die gesamten G7-Länder, da gibt es dieses schöne Bild und dann ist auf jedem der G7-Leute, steht jetzt drauf, bis auf Frau Meloni aus Italien, ist jeder abgewählt worden inzwischen. Also die ganzen Incumbents, die da waren, werden abgewählt, weil Leute irgendwie unzufrieden sind. Ja. Das ist, ich weiß nicht, Es scheint jetzt kein deutsches Phänomen nur zu sein, sondern es ist ja überall so, dass Leute unzufrieden sind, dass irgendwie nicht klappt. Vielleicht ist es einfach so, dass die Demokratie mit diesen Problemen nicht ordentlich umgehen kann. Leute irgendwie ein erhöhtes Anspruchsdenken überall weltweit aufgebaut haben und nicht damit klarkommen, dass man mal wieder auch was zurückbauen muss an Sozialstaat und wieder ein bisschen mehr arbeiten muss. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist doch ein weltweites Phänomen und da muss es doch irgendwas für geben. Außer die Demokratie zu opfern und zu sagen, na, dann machen wir halt irgendwie was Autokratisches. Ja, gibt's auch.
Also was dazu sind, die Zeit ist natürlich sehr stark. Es gibt ja einige, die vergleichen die Zeit mit den 30er Jahren. Ja, so weit ist es noch nicht. Aber wir haben natürlich, wir stehen vor massiven Problemen in der Welt. Wir haben zu viele Schulden. Und zwar nicht nur die Staaten, sondern vor allem auch Privatsektoren, also Unternehmen und private Haushalte. Kommt es Länder auch unterschiedlich an, aber wir haben zu viele Schulden. Die Staatsverschuldung ganz konkret läuft aus dem Ruder, übrigens auch in den USA. Übrigens Joe Biden ist ein schönes Beispiel dafür. Der macht große Defizite, was ja bei uns auch gefordert wird, und im Motto, macht Defizite gegen rechts und dann wird der Donald Trump gewählt, obwohl er große Defizite gefahren hat, der Joe Biden von 6% von Bruttoinlandsprodukten, das in Friedenszeiten wohlgemerkt. So hohe Defizite gab es sonst nur in Kriegszeiten. Wir haben Frankreich, ähnliches Problem. Wir haben Italien, Staatsschulden auch außer Kontrolle. Das heißt, wir haben hier ein ganz großes, massives Problem, was auf uns zuläuft und was uns in den nächsten Jahren massive Schwierigkeiten bereiten wird. Darüber hinaus haben wir verdeckte Verbindlichkeiten. Das gilt für die USA, das gilt für Deutschland, das gilt für die ganzen anderen Länder auch. Das sind Versprechen für Renten, Gesundheitsversorgung, Pensionen und so weiter nicht vorgesorgt. Die gehen um Vielfaches der offiziellen Verschuldung. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden diese verdeckten Schulden jetzt schlagend. Siehst du ja, Pflegebeiträge müssen steigen, Pflegeversicherung hat höhere Defizite. Ist total ganz klar. Es war einfach absehbar. Dazu musstest du überhaupt nicht, genügt Grundschule genügt dazu. Aber die Politik haben einfach so getan, es geschieht ein Wunder. Ja? So, das tritt jetzt auch überall ein. Gleichzeitig haben wir schlechte Produktivitätszuwächse, weil die investieren zu wenig. Die Mittel, die genommen werden, Kredite werden aufgenommen, überwiegend zur Spekulation Vermögenswerten. Wir haben den Konflikt mit den BRICS. Das darfst du auch nicht vergessen. Die BRICS, wir haben das da gerade vor ein paar Wochen getagt. Da haben wir wieder drüber gelacht. Ach, der Motto, ach, die BRICS, die haben aber keine, die sind gar keine kohärente Gruppe, die haben unterschiedliche Ziele und so weiter. Ja, aber die haben aber ein gemeinsames Ziel, gegen den Westen zu sein. Und da halten sie zusammen. Und damit haben wir eine multipolare Welt. Wir haben Handelshemmnisse, wir haben Donald Trump. Das alles kommt zusammen. Und das spricht alles dafür, dass wir massive Verteilungskonflikte bekommen. Und massive Verteilungskonflikte sind nicht gut für die Demokratie. So. Und es ist aber nicht gut, dann zu sagen, oh, wir demokratischen Parteien, wir dürfen uns nicht kritisieren. Das ist ja unsere, die Antwort, die gegeben wird, ist ja, das darfst du nicht sagen, weil damit machst du ja Politik für, was weiß ich, AfD, BSW, whatsoever. Da gibt es die Tabuisierung des Diskussionsraums. Und das ist genau der Fehler. Damit förderst du eigentlich die Radikalisierung. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du da raus? Und dadurch kommst du nicht raus, indem du jetzt sagst, ich kürze das Bürgergeld um 25 Euro oder ich erhöhe den Mindestlohn um 1 Euro oder sowas oder ich mache jetzt irgendwie mehr Sozialprogramme, sondern du brauchst eine grundlegend andere Politik. So. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf Deutschland ein. Deutschland steht vordergründig besser da, weil ja unsere offizielle Staatsverschuldung tiefer ist. Aber die heimliche Staatsverschuldung in Deutschland ist auch ein paar hundert Prozent vom BIP. Ich habe einen Raffel Hüschen auch so einen Podcast gehabt, der rechnet es mir wieder vor. Gleichzeitig teilen wir uns die Währung eben, den Euro, mit Ländern, die nicht im Traum daran denken zu sparen, sondern die im Gegenteil darauf setzen, dass wir sie raushauen. Meine Frankreich-Strategie, der Mélenchon hat es ja ganz klar gesagt, lass die Deutschen zahlen, lass die EZB zahlen und so weiter. Die Antwort kann nur sein, entweder pleiten, also offizielle Einstellung von Zahlungen, mach das mal in Frankreich, wir kürzen unsere Renten. Was meinst du, was in Frankreich brennt? Brennt Frankreich. Oder aber die Notenbanken finanzieren. Donald Trump hat ja schon gesagt im Wahlkampf, er will die Unabhängigkeit der US-Notenbank fett aufheben. Jetzt nehme ich Donald mal in Schutz. Die anderen würden das auch machen. Die US-Notenbank wird demnächst gezwungen sein, den US-Staat zu finanzieren, weil sonst wird die Zinslast allein dazu führen, dass die Amerikaner nicht mehr zahlungsfähig sind. So, das heißt, wir sind in einem Umfeld, wo wir nur über Geld drucken. Zwar keinen Wohlstand schaffen, aber den Bankrott vordergründig verhindern. Wir tun so, als wären wir zahlungsfähig, entwerten aber das Geld. Ich sage es nicht Hyperinflation, ich sage strukturelle Inflation. Erklärt übrigens, das ist ja auch, warum der Goldpreis trotz hohen Realzinsen, trotz starken Dollar immer weiter hochgeht. Hinzu kommen natürlich die Käufer der Chinesen und der anderen, die eben die dollarisieren. So. Und in diesem Umfeld stellen wir uns hin und sagen, ja, wir müssen jetzt sparen. Und das ist irre. Das halte ich einem für irre. Sondern wir müssen eben sagen, wir nehmen Geld in die Hand. Und hier liegt die Chance für Deutschland, weil wir können eben vordergründig noch Geld in die Hand nehmen, weil unsere offizielle Staatsverschuldung eben noch so tief ist. Und wir könnten jetzt massiv ins Land investieren. Wir könnten jetzt auch eine Steuer- und Abgabenentlastung für alle durchführen. Durchaus auch in Kauf nehmen mit höheren Defiziten. Wir könnten auch jetzt, das haben wir auch diskutiert, für 25.000 Euro für jeden Alterssicherungsfonds einrichten, nach norwegischem Vorbild, und das Geld diversifiziert anlegen auf Pump.
Klammer auf. Die Union, witzigerweise, hat ja angefangen. Nicht? Wenn Jens Spahn spricht von so einem Grundgeld und Grundvermögen und Startkapital und so weiter, das geht ja schon fast in diese Richtung, wenn auch nicht ganz so radikal. Das heißt, wir könnten viele Dinge machen und könnten damit eigentlich beweisen, jawohl, man kann das Land sanieren. Wir könnten es mit Schulden, viele Dinge machen und könnten so auch sogar den Kompromiss sogar hinkriegen zwischen der Union und der SPD. In meinem Podcast habe ich gesagt, als ich das Papier von Lindner gesehen habe, eigentlich müsste die SPD mit der FDP zusammen weitermachen. Und die müssten sagen, wir machen die Reformen und dafür machen wir Schulden. Der große Bargain. Das hätten sie mal sagen, wir machen die Schulden für die Reformen. Und wir machen andere Politik. Weil die SPD im Zweifel, da bin ich auch gleich fertig, im Zweifel stellt die SPD die Arbeitsplätze über den Klimaschutz. Und das ist der Unterschied zu den Grünen. Die Grünen stellen den Klimaschutz über die Arbeitsplätze. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb wäre es sinnhaft gewesen zu sagen, die zwei machen gemeinsam weiter. Und das hätte funktionieren können. Egal. Also für mich ist es nur so, ich glaube, wir müssen auf Schulden setzen, weil alle anderen machen es eh. Und wir teilen uns die Währung, wir kriegen die Inflation sowieso. Und wir sollten das Geld intelligent verwenden, eben um ins Land zu investieren, die Abgaben zu senken und für die Alterssicherung etwas zu tun. Aber das Bürgergeld würdest du auch beibehalten? Weil das sagen ja auch viele, das hat die falschen Ansätze. Ja, das ist ja der Punkt. Das musst du reformieren. Ja, aber das musst du langsamer. Du willst jetzt den großen Wurf machen, am Anfang an die Sozialsachen noch nicht so stark rangehen, um die Akzeptanz hinzubekommen und willst dann den Leuten zeigen, guck mal, hier gibt's Wachstum und dann den Rest machen. Also du willst das mal so einen gewissen Budenzauber organisieren und dann willst du die sozialen Sachen oder wie willst du das? Wie ist ja, das stimmt, wobei ich das Wort Budenzauber nicht mag. Weil Budenzauber wäre so ein Konjunkturprogramm gewesen. So ein Konjunkturprogramm, wir schütten mal groß, wir machen jetzt mal so kurz so Geld für alle und so weiter. Das ist ein Budenzauber. Ich möchte ja das Geld. Du hast doch gesagt, wir wollen die Steuern senken. Du wolltest doch gerade die arbeitende Mitte, wie sie so schön heißt, die sollte doch jetzt entlastet werden. Ja, es geht aber nicht nur um Steuern, es geht auch um Abgaben. Das Abgabensystem muss auch reformiert sein, weil es ist natürlich schon so, warum müssen nur die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, warum müssen nur die Kosten für die Versorgung von Migranten im Krankensystem bezahlen. Ihr wisst, der Staat gibt nicht genug dazu, die Krankenkassen haben geklagt. Also warum müssen nur die bezahlen? Das steckt sich an Krankenkassenbeiträgen nieder. Warum nicht alle? Also du musst das System schon grundlegend umbauen. Ja, ich habe gesagt, man sollte Steuernabgabensystem umbauen. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, das Kirchhoff-Modell finde ich nach wie vor super, das sehr einfache Steuernabgabengesetz. Und dann kannst du, ich glaube einfach, du kannst so einen Umbau immer leichter gestalten, wenn du Geld in die Hand nimmst, sodass erstmal es allen besser, es geht keinem schlechter geht. So ist es doch so. Wenn wir jetzt diskutieren, die nächsten 6 Monate, ob wir das Bürgergeld um 25 Euro senken, dann ist das einfach alles problematisch. Du musst eigentlich eher so machen, dass der Bürgergeldempfänger sagt, verdammt nochmal, ich würde, wenn ich arbeite, viel mehr Geld verdienen. Einfach deshalb, weil er nicht gleich so Steuernabgaben hat, sondern einfach sagt, Moment mal, da ist eine Lücke. Ich statt jetzt über die Senkung des Bürgergeldes lange zu philosophieren, würde ich eher sagen, wo die Steuernabgaben richtig einsteigen, beginnt erstmal viel später. Und dann hast du eine Lücke. Und die musst du mitfinanzieren. Kannst du zum Teil gegenfinanzieren und sagst, okay, ich belaste Vermögen, ich belaste an anderer Stelle, weil ich ja Einkommen entlaste, kann man diskutieren. Und dann kann ich aber auch über Schulden argumentieren. Weil es geht mir darum, einen richtigen Schub in die Wirtschaft reinzubringen. Einen Schub reinzubringen, zu sagen, wir packen wieder an. Wenn wir alle anpacken, das kann schon funktionieren. Und dafür würde ich schon Geld in die Hand nehmen. Der andere Punkt ist natürlich schon zu sagen, über Sondervermögen, ich investiere, oder Sondervermögen, also Sonderschuldentöpfe, ich investiere in das Land, ich mache Infrastruktur, ich mache Digitalisierung, ich bringe die Bundeswehr auf Vordermann. Das schafft ja dann auch Nachfrage, das schafft ja dann auch Wirtschaftswachstum. Das würde ich schon auch machen. Und dann würde ich mit besserem Land, das Land steht dann besser da. Und die Schulden werden dann gemeinsam mit den anderen Schulden auf europäischer Ebene ohnehin entwertet. Das ist im Prinzip jetzt meine persönliche Sicht, wo ich einfach sage, es ist besser und dann kannst du schon was erreichen. Im Bürgergeld, was sich im Bürgergeld ändern würde, ist in der Tat das, was ja Lindner auch angesprochen hat, meines Erachtens, also was, ja, glaube ich, Lindner war es oder die Union, zu sagen nach dem Motto, naja, die Übernahme der Miete, das ist natürlich schon ein Thema, weil wenn du dann Meldungen hörst, dass dann der Staat teilweise eben deutlich höhere Miete bezahlt als eigentlich die Leute, die quasi vom freien Markt sozusagen mieten, dann kann sich die Frage schon aufwerfen, muss das so sein? Ich glaube, da Richtung Pauschalisierung zu gehen, wäre nicht schlecht, vor allem auch deshalb, weil dann auch die Diskussion nicht immer so wäre, ach naja, das Bürgergeld ist ja nur die paar hundert Euro, stimmt ja nicht, es ist ja nur die paar hundert Euro zusätzlich zu anderen Kostenübernahmen, insofern ist ja der gezahlte Betrag deutlich höher, das fände ich perspektivisch eine richtige Reform. Aber auch das kannst du machen, besser, wenn du eben ins Land investierst parallel, wenn du eben Wohnungsbau anschiebst und anderes, dann ist es leichter zu sagen, ich dereguliere zum Beispiel auch im Wohnungsmarkt, anstatt einfach nur zu sagen, ich dereguliere und schauen wir mal. Also du musst beides machen.
Das Bürgergeld ist ja nun, das ist ja ein sehr populäres Beispiel. Am Ende sind es, würde ich fast behaupten, nicht Peanuts, aber es sind irgendwie ein paar Milliarden. Damit holst du irgendwie die Leute irgendwie so populär ab. Ein Punkt, das würde mich nochmal interessieren. Ich weiß, das ist auch keine leichte Aufgabe, lieber Daniel, die wir dir sozusagen hier stellen. Aber du bist ja nun mal der Wirtschaftsberater der Deutsche Chancenpartei. Wo man, glaube ich, gar nicht so viel Geld braucht und gar nicht investieren kann. Ich weiß, die Leute können das nicht mehr hören, aber Bürokratie. Und das ist, da sind sich ja alle einig. Und das ist ja offenbar der große Unterschied, der große Makel, den wir in Deutschland exklusiv haben. Ich weiß nicht, ob ihr Elon Musk im Wahlkampf gesehen habt. Ja, der ist ja Anti-Bürokratie. Elon Musk hat ja erzählt, beispielsweise für seine Starship-Raketen. Da gab es so ein Ministerium für Ocean und Geologie und da musste irgendeine Robbe aus dem Wasser holen und musste der Robbe irgendwie diese Geräusche von der startenden Rakete vorspielen und dann musste er nachweisen, dass diese Robbe nicht irgendwie die Krise kriegt und dann musste er noch nachweisen, dass wenn die Rakete ins Wasser stürzt, nicht ein Wal getroffen wird oder noch irgendwie ein anderes Tier. Also die gibt Bürokratie es überall. Die gibt ja überall. Es überall. Und die NASA ist ja auch eine Behörde, mit der er da zu tun hatte. Aber wenn du die ganzen Expats und so weiter hast, die nach Deutschland kommen, die wundern sich schon alle, wie welche Dimension das hier hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Daniel, da müssen wir doch auch ran. Da sind doch wahnsinnige Potenziale. Und vor allen Dingen, wir reden ja über Beschleunigen, dass wir sozusagen hier schnell Ergebnisse haben. Was machen wir da? Und wer ist der Elon Musk, will ich natürlich dann gleich wissen. Ja, wer ist unser Antibürokratieminister? Ja, bitte. Es gibt eine Kommission, nicht eine Entbürokratisierungskommission. Ja, ich weiß. Die ganz stolz ist, wenn irgendwer eingesetzt wegfällt. Also ich weiß, es ist so, rein aufgrund der demografischen Entwicklung wird unser Staat auf immer mehr Bereichen versagen. Er kann gar nicht. Bürokratie ist eine Folge von gesetzlichen Regelungen. Und bei uns ist ja so, die Politiker definieren sich ja über das Verabschieden neuer Gesetze. Und wir müssen haben wir jetzt schon mal Demokratieabbau die nächsten Wochen, Monate, weil es keine neuen Gesetze gibt? Das ist super. Ich meine, es gibt ein schönes Beispiel. Belgien ging es wirtschaftlich so gut wie nie, als sie mal ein oder zwei Jahre keine Regierung hatten. Insofern, das wäre sicherlich auch für uns teilweise nicht gut. Der Punkt ist ganz einfach. Denk mal ans Finanzamt. Die ganzen Regelungen. Steuerrecht, kompliziert. Ich meine, ob das stimmt, dass 70% der Literatur schon Steuerrecht deutschsprachig ist oder was ich. Ich habe das wird immer gerne erzählt. Ich habe die Quelle noch nie gefunden. Ganz einfach, demografisch bedingt, das wird gar nicht mehr funktionieren. Du wirst nicht mehr, wir haben keine Finanzbeamten mehr, die irgendwie schauen können, ob jetzt deine Essensquittung zutreffend oder nicht zutreffend ist. Das ist einfach Quatsch. Das spricht für die Bürokratisierung. Also ganz einfach, Steuerrecht ersetzen durch das Bundesgesetzbuch von Kirchhoff. Gibt es da, von ihm und einer Experten zusammen gemacht, vereinfacht ganz viele, musst du nicht mehr viele Belege auf, pauschalisiert, kann ungerecht sein, du kannst bestimmte Dinge nicht mehr absetzen und so weiter, es wird einfach pauschalisiert, vereinfacht, ganz einfach, das muss der Staat machen. Und wenn du das im Steuergesetz gemacht hast, dann kannst du es auch bei anderen Dingen einfach vereinfachen. Du musst einfach sagen, wir nehmen uns von Detailregelungen immer mehr zurück. Weil die Detailregelungen kommen ja aus dem Gedanken heraus, dass der Politiker besser weiß, wie man es macht. Und dann werden immer Gesetze, ich würde einfach sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, im neben dem Gesetz so und so viele Seiten und so viele Paragraphen. Und unsere Aufgabe ist jetzt in diesem Jahr, also der Rechtsausschuss oder was immer, wir bilden ein Team und unsere Aufgabe ist in diesem Jahr, dieses Gesetz um 20% kürzer zu machen. 20% weniger Seiten, weniger Regelungen. Und da musst du eben auf grundlegende Regelungen gehen. Und damit hast du auch dann hinterher, machst du es für die Bürokratie einfacher, weil die Bürokraten exekutieren ja nur das, was in den Gesetzen geschrieben wurde und in den Verordnungen. Da muss man eben die entlasten, dass sie wieder mitmachen müssen. Schlankere Gesetzgebung. Und wo ist jetzt unser... Das klingt ja tatsächlich nach einem gar nicht so Idee. 20% von jedem Gesetz weniger. Zack. Ja. Das wäre eine einfach Rasenmähermethode für Gesetze. Aber jetzt brauchen wir noch die Person Holger, das stimmt natürlich nicht. Es ist keine Rasenmähermethode. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme die letzten 20 Seiten raus von einem 100-seitigen Gesetz. Nee, nicht von hinten. Das machen wir bei Holger Sexen immer einfach. Genau, du musst einfach. Du gehst einen Schritt zurück und sagst, was ist eigentlich das Ziel? Was soll dieses Gesetz eigentlich regeln? Ja. Und müssen wir das eigentlich alles im Detail gesetzlich vorgeben? Oder genügt es nicht, ein paar Rahmensetzungen zu machen? Okay, 20% entschlacken auf alles. Kann man das nicht machen auf alles? Also alles.
Kannst du 20% auf alles. Wir können das, oder von allem. 20% von allem. Das ist sehr von gut. Allem. Weißt, gut. Das, und das machst du als Vorgabe. Du sagst einfach als Vorgabe, dieses Gesetzbuch darf, keine Ahnung, wenn es in einem Jahr zu knapp ist, sagst du, am Ende der Legislaturperiode muss es einfach 20% weniger haben als heute. Und wenn du was Neues addieren willst, weil du sagst, es ist noch wichtig, dann musst du halt noch mehr an anderer Stelle rausnehmen. Okay. Also das ist halt so, weil es ist ganz einfach, weißt du, da zu sitzen und irgendwo noch auf einen Turm von Gesetzen ein paar draufzuschmeißen. Das heißt, es ist das Kinder, das gute Krankenhausgesetz, das gute Krankenhausgesetz 2, keine Ahnung, die, was weiß ich, wie die Dinger alle heißen. So. Ja, schön, die Namen sind schon sehr schön, da hast du völlig recht. Jetzt brauchen wir noch den Menschen, die Frau oder den Mann, der jetzt der Antibürokratiebehörde gründet. Würdest du eine Behörde gründen dafür? Nein, natürlich nicht. aber was würdest du da machen? Hättest du da jemanden, den du dir vorstellen kannst, der dann so mit dem Waschbecken aus dem Raum geht, so wie dieser Elon Musk Meme? Eine gute Frage. In der Unternehmensberatungspraxis ist ja folgendermaßen, wenn du jetzt ein Unternehmen umbauen möchtest, also transformieren ist ein ganz Lieblingswort von einigen, und ich würde ja ungern die deutsche Wirtschaft transformieren lassen von der Politik, aber ich würde ganz gerne mal den Staat transformieren lassen. Mhm. Also wenn du den Staat transformieren möchtest, dann darfst du die Verantwortungsträger nicht aus der Verantwortung entlassen. Das machen wir ja sehr gerne. Wenn ich jetzt hingehe und ich habe jetzt einen Bürokratisierungsminister oder sowas, dann ist er dafür verantwortlich. Aber eigentlich dafür verantwortlich ist jedes Ministerium selber. Das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium und so weiter. Und da muss er einfach hingehen und sagen, Umweltminister, herzlichen Glückwunsch. Hier ist eine Ernennungsurkunde, by the way, in 12 Monaten 20% weniger Regelungen. Und in den nächsten 12 Monaten nochmal 20% weniger Regelungen. Daran wirst du gemessen. Ganz einfach, daran wirst du gemessen. Und dann fragen wir, und dann kann der sich gerne Unterstützung holen, wenn er nicht so richtig weiß, wie das funktioniert. Und wenn das machen die sowieso alle. Das machen die sowieso. Welche Beratungsfirma würdest du engagieren? Ich würde übrigens auch vorgeben, dass die Bundesbehörden, dass die Bundesministerien auch entsprechend jetzt anfangen, bei Personal abzubauen. Die haben in den letzten Jahren, das wisst ihr ja, die sind 46% gewachsen in den letzten 10 Jahren, weit überproportional zu allem. Die Zahl habe ich, glaube ich, sogar in der Welt gelesen, insofern muss sie ja stimmen. Da würde ich einfach sagen, okay, ab jetzt minus so und so viel. Wir machen den Staat schlank. Und wenn du den Staat schlank machst, das heißt ja nicht, die SPD wird sofort sagen, ja, der will einen schwachen Staat. Nein, ein starker Staat ist ein Staat, der seine Kernaufgaben hervorragend erfüllt. Innere Sicherheit, auch durchaus Sozialstaat, aber das eben effizient und effektiv. Und natürlich auch Themen wie Verteidigung, Schutz der Außengrenzen, Migration, gehört sicherlich mit dazu. Und da würde ich einfach sagen, unser Staat führt jeden Tag vor. Ich habe das Wort Staatsversagen ja früh geprägt, da wurde ich dafür gescholten, ich glaube aber, bleib bei dem Begriff. Und der Staat führt halt vor, dass er sich viel zu viele Aufgaben vornimmt und die eben nicht kann. Hältst du es eigentlich für eine gute Idee, weil wir ja das, ich meine, du bist ja Berater, du sozusagen so Beraterscharen in die Politik zu schicken, das ist ja immer eine Riesenaufregung, Ministerium XY heuert 50 McKinsey-Leute an und die machen ihre Aufgaben nicht selbst, sondern lassen da sozusagen noch andere verarbeiten, beziehungsweise bezahlen die auch noch teuer. Wäre das eigentlich eine gute Idee, das vielleicht sogar mehr zu machen? Also ich würde natürlich sagen, als BCG-Mann würde ich sagen, BCG soll es eher machen, den Spaß beiseite. Natürlich, BCG. Ich würde, es ist so, also wer mich kennt, weiß, dass ich ein bisschen differenzierten Blick habe auf die Beratung. Weil ich glaube, Beratung generell kann sehr, sehr viel bringen. Aber Beratung kann auch manchmal einfach nicht viel bringen. Es ist einfach Geldverschwendung. Das heißt, du kannst Berater nur dann gut nutzen, wenn du auch selber in der Lage bist, diese gut zu steuern und zu führen. Wenn du hingehst und sagst, so, ich kann gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert, macht ihr mal. Da machen die schon, aber dann läuft es natürlich kosten- und budgetmäßig aus dem Ruder und du kriegst unter Umständen nicht das raus, was du wirklich haben willst. Das heißt, das Grundproblem, was du dich schon hast, ist, du musst überhaupt erstmal an der Spitze des Ministeriums Leute haben, die selber auch kompetent sind. Ja, das funktioniert ja dann nicht. Ich meine, wenn ich so ein SPD-Ministerium sehe, wie soll der denn einen BCG-Berater sagen, wie er hier Effizienz reinbringt? Das funktioniert du kannst das nicht pauschal sagen. Ich würde sagen, übrigens gilt die Kritik. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Die Kritik an der Kompetenz gilt für alle Parteien. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur SPD ist. Da gibt es auch durchaus Zweifel bei anderen Parteien angebracht. Aber es ist ja nicht so, dass in jeder Partei nur Dumpfbacken sind. Im Gegenteil musst du halt sagen, okay, wenn ich jemanden im Beschlussministerium habe, dann muss er entsprechende Kompetenz haben. Beziehungsweise muss er in Lage sein, sich mit entsprechend kompetenten Beratern zu umgeben. Die eine Frage ist ja,
weiß ich selber, man weiß nicht immer alles selber, aber zweitens höre ich auch die Berater. Wenn ich natürlich jetzt aber als, was ich auch mal kritisiert habe im Beitrag beim Handelsblatt, wenn ich natürlich jetzt als Minister keine Ahnung habe und umgebe mich mit Staatssekretär meiner Partei, die auch alle keine Ahnung haben, dann habe ich nicht wundern, wenn nichts funktioniert. Heizungsgesetz oder ähnliches. Das heißt, ja, oder du holst dir nur die Leute, die das gleiche Mindset haben. Ja, das aber das heißt ja nicht. Sein. Ja gut, aber das ist ja mein Punkt. Wenn du Leute nur aufgrund von Loyalität nimmst oder gleicher politischer Meinung, dann hast du nicht das, was dazu führt, dass du gut regierst. Weil du musst auch schließlich, wenn du die Kompetenz nicht hast, wie sowas funktioniert, musst du eben die Kompetenz reinholen. So, jetzt, also wollen wir noch wissen, wen du nimmst. Du kennst ja in der Beraterbranche aus und würdest du jetzt, es gab ja letztens im Handelsblatt auch so eine Beilage, 95 Ideen für ein neues Deutschland, und dann hat BCG zusammen mit McKinsey, glaube ich, die Chefs, und dann war noch, wer war der dritte noch dabei? Berger war noch dabei, die saßen dann da und ich habe das durchgelesen, dachte so, ja, es waren eher so Allgemeinplätze, und ich habe mich nicht gedacht, dafür würde ich jetzt keine 5 € für ausgeben wollen. Jetzt kennst du ja die Branche und du kannst uns jetzt sagen, wen nehmen wir von denen? Also gibt es da wirklich einen richtig guten, den du zutraust, diese Entbürokratisierung nach dem 20% auf alles Entschlackung vorzunehmen? Und gibt es da auch so eine Matrix? Ihr habt ja diese wunderbare BCG-Matrix, wo er dann so die Produkte in so 4 Teile einteilt, in die Wachstum. Gibt es sowas auch für Entbürokratisierung, so ein einfaches Modell, wo vielleicht schon mal jemand, der schon mal anfangen will, schon mal so einen Teil hat? Offensichtlich habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also erstmal grundlegend würde ich dir sogar zustimmen, ich habe es auch gelesen und dachte mir, naja gut, das ist das Typische, was man von Beratern kennt. Auf dieser Oberfläche ist es immer richtig. Es war nicht richtig, es war nicht falsch, es war irgendwie bla bla. Also da bin ich voll mit dir einer Meinung. Meine Ex-Kollegen mögen mir das verzeihen, aber ich nehme auch keinen Vorwurf daraus, weil auf dieser Ebene und auch in dieser kurzen Fassung bleibst du zwangsläufig bei so Allgemeinplätzen. Weil du siehst ja bei uns auch, wir reden jetzt, ich weiß nicht, ob irgendjemand den Podcast überhaupt noch hört, jetzt hier, wir reden schon eine Weile. Es ist eben schwierig, da wirklich an die konkreten Punkte zu kommen. Ich habe mich offensichtlich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe gesagt, wir müssten die Gesetze um 20% verkleinern. Du kannst meines Erachtens nicht eine Beratungsfirma holen, die dir die Gesetze um 20% verkleinert. Weil es ja schon eine politische Fragestellung ist, was möchtest du regeln, möchtest du nicht regeln. Das ist schon ein Prozess, wo du zurückgehst und fragst, was möchte ich als Staat wirklich regeln, was muss ich wirklich regeln. Ich glaube nicht, dass du das outsourcen kannst. Du kannst unter Umständen vielleicht einen Berater hinzunehmen, der vielleicht Vorschläge macht und so weiter, aber du kannst das eben nicht outsourcen. Das ist letztlich eine Aufgabe des Gesetzgebers. Also das würde ich jetzt nicht so einfach so outsourcen wollen. Wenn es darum geht, Beamtenapparate zu straffen, Behörden zu optimieren und so weiter, dann kannst du sicherlich Beratungsfirmen nehmen. Und da würde ich sagen, es sind viele Firmen gleichermaßen gut dafür geeignet. Ach, das war jetzt die salomonische Antwort. Was soll er denn sagen? Soll er jetzt sagen, BCG oder? Nee, vielleicht kennt ihr den McKinsey-Mann für öffentliche Aufträge, und der ist vielleicht ein harter Hund ich weiß es, keine Ahnung. Ich bin da nicht, ist es nicht mein. Also generell würde ich sagen, mit BCG und McKinsey hast du immer einen guten Berater, und da musst du halt konkret immer schauen, welchen du im Team hast. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, man muss Beratungsfirmen genauso steuern wie alle anderen Lieferanten. Du musst dein Handwerk auch steuern, wenn du ein Haus bauen möchtest, vor dem Hintergrund musst du halt dann entsprechend deine Energie drauf verwenden. Du kannst es einfach nicht outsourcen, das war mein Punkt. Aber ich möchte nochmal auf Deutschland zurückkommen. Also wir wollen ja eine ganze Dinge. Wir wollen Bürokratie abbauen, müssen wir machen. Wir müssen mehr ins Land investieren, wir sollten Schulden machen. Und ich bleibe nochmal dabei, wir vorhin im Energiethema angesprochen. Wir müssen einfach mal uns ehrlich machen und müssen einfach mit ein paar Lebenslügen aufhören. Und da gibt's halt bei uns, wir sind, das ist, was ich wirklich kritisiere, sowohl beim aktuellen Theater zum Ampelende, wie auch generell der politischen Diskussion. Es gibt so ein paar Themen, die sind bei uns entweder tabuisiert oder da werden uns immer die gleichen Märchen erzählt. Also Atomkraft ist gefährlich, die Menschen sterben. Ja, du weißt, Holger, ich glaube, es gibt eine Studie jetzt, die gesagt hat, es sind Millionen von Menschen gestorben wegen Tschernobyl. Aber sie sind nicht gestorben wegen radioaktiver Verstrahlung, sie sind gestorben, weil stattdessen keine Atomkraftwerke gebaut wurden, sondern Kohlekraftwerke, und deshalb mehr Leute an Luftverschmutzung gestorben sind. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Oder, jetzt ganz neu, das Ding, was Herr Habeck ganz groß voranbringen möchte, Wasserstoffwirtschaft. Ich meine, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, jetzt nicht gerade als grünenfeindliche Institution bekannt. Hier haben eine Studie gemacht, wo sie gesagt haben, letztlich wird sich eine Produktion von Stahl und anderen Dingen in Deutschland mit importiertem Wasserstoff schlichtweg nicht rechnen. Da müsstest du dauerhaft subventionieren. Und da haben sie gesagt, wird sich nicht lohnen, das sind Investitionsruinen, die da drohen. Da frage ich mich einfach, das sind ja sogar Berater aus dem eigenen Stall, sage ich jetzt mal.
wenn ich nicht mal auf die höre und trotzdem davon träume, irgendwas umzubauen und ThyssenKrupp zu subventionieren dauerhaft, dann verstehe ich es schlichtweg nicht. Und das ist halt ein bisschen die Kritik. Wir müssen einfach uns mal ehrlich machen und sagen, okay, der Atomausstieg war nicht die smarteste Idee mit Blick auf den Klimawandel. Was können wir machen? Wie gehen wir damit um? Hohe Energiekosten sind vielleicht nicht smart, wenn ich auf Strom umsteigen möchte. Verbrennerverbot, ich habe da überhaupt keine Stakes drin, aber nach dem Motto, naja gut, wenn ich Elektro fördern möchte, was muss ich eigentlich tun, um Elektroindustrie, Elektroautobilindustrie erfolgreich aufzubauen? Das, was die Chinesen gemacht haben, nämlich von Rohstoffen bis zur Batteriefertigung, ja alles zu sichern. Das heißt, wir müssen einfach mal zurückgehen, müssen sagen, okay, wir haben mal Fehler gemacht. Weißt du, gute Führungskräfte sagen, wir haben Fehler gemacht. Und dann ende ich den. Und das vermisse ich bei der Politik. Die Grünen erzählen weiterhin, dass der Atomausstieg das die Welt gerettet hätte oder dass andere Dinge sind. Die Union eiert so ein bisschen rum mit der Politik der offenen Grenzen und so weiter. Also man müsste einfach sagen, okay, Freunde, wir haben Fehler gemacht. Wir machen es jetzt besser. Jetzt würde ich vielleicht noch eine Sache dazu anmerken. Wir vergessen ja manchmal, wie schnell der technologische Fortschritt gehen kann. Und vielleicht geht das ja doch schneller dann. Und wir können... Die ein oder andere Lüge wird dann doch keine Lüge sein, weil wir einfach Strom günstiger anders produzieren können. Vielleicht haben wir irgendwann eine ganz neue Technologie, die uns, Fusion oder weiß der Teufel, was das alles geben könnte, wo es dann günstige Energie gibt. Wenn wir jetzt an den alten festhalten und nicht nach den neuen suchen, wird das nicht dann aber dadurch... Aber wo suchen wir? Wo suchen wir denn? Wo sind denn in Deutschland die Kernforscher? Wo sind die Kernfusionsforscher? Wo sind denn die gar nicht? Wir haben das gar nicht mehr. Wir konzentrieren uns ganz und voll auf diese grünen Technologien, die wir jetzt haben. Und wir sind ja beide bei X unterwegs. Dann wird sofort gesagt, Atomkraft dauert viel zu lange. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt die Welt retten. Das heißt im Klartext, natürlich ist Technologie die Antwort. Und was meine Sorge ist einfach, ist, dass die Technologie kommen wird. Die Technologie kommt aber nicht bei uns. Die Technologie kommt woanders. Und die macht die Leapfrog. Das ist ein schönes Beratersprech. Leapfroggen. Also der überspringt's quasi. Also wir sind jetzt ganz, und dann überspringen die uns einfach mit einer ganz anderen Technologie und sind plötzlich viel kostengünstiger und viel bessere Energieversorger und so weiter. So wie die Chinesen es gemacht haben, Elektroautos. Die haben uns geleapfroggt. Die kamen von hinten, haben einfach massiv investiert. Ja, Subventionen spielen eine Rolle, aber die haben massiv in Technologie investiert und so weiter und sind deshalb technisch jetzt nach Aussagen unserer Automobilindustrie 2 Jahre voraus. Die haben uns überholt. Und das ist eben das, wo meine große Sorge ist, dass wir im Prinzip so glauben, die Welt ist am Ende innovationsmäßig, nur mit dem Vorhandenen können wir das Weltklima retten und uns darauf verständigen und uns dann noch einreden, dass die Technologien, die wir hier entwickeln, zum Klimaschutz quasi in Zukunft an der Welt exportiert werden. Und ich sage dir wahrscheinlich nicht, weil die sind viel zu teuer. Man wird günstigere Lösungen finden für den Klimaschutz. Und das ist eben die Innovation. Und dann würde man also konsequenterweise sagen, statt jetzt vorzugeben, was gemacht wird, fördern wir einfach Grundlagenforschung viel mehr in Deutschland. Wir machen es viel mehr attraktiver dann, wenn man Grundlagenforschung betreibt, auch in Deutschland Firmen zu gründen. Wir nehmen es jetzt hier gerade auf. Ich sitze jetzt in London, ihr sitzt in Berlin. Ich war gestern an der Cambridge University. Ich war auf der Einladung da, grüße ich ganz herzlich meine Hörer. Ich war gestern da aufgrund der Einladung der German Society an der Cambridge University. Ganz tolle Jugendliche, super, klar, top Studenten, hochinteressiert, super Diskussion gehabt. Und die haben natürlich gesagt, naja, also in den USA, in meinem Job hier, verdiene ich das Dreifache, habe weniger Abgaben. In Großbritannien, wir haben hier gerade ein Biotech-Center, da können wir Dinge forschen, da kann ich in Deutschland nur von träumen. Etc. Nur diese Geschichten. Und da gab es mal die Frage im Motto, wer will denn unbedingt, wer sicher jetzt in Deutschland zurückgeht, da haben wenige die Hand gehoben. Die wollen vielleicht schon ganz gerne, aber die gucken einfach und sagen so, Steuern, Abgaben sind hoch und Umfeld ist schlecht für meine Forschung und generell Gehälter und so weiter. Das heißt, wir müssen ganz anders denken, wenn wir Deutschland voranbringen wollen. Und da drehe ich mich jetzt im Kreise leider, geht mir halt die politische Diskussion viel zu viel klein. Und das hat auch der Olaf Scholz mit seiner Rede und so weiter bewiesen, dass er mental überhaupt noch nicht die Größe der Herausforderung erfasst hat. Das gilt leider, glaube ich, für die Mehrzahl derjenigen, die im Bundestag sitzen oder demnächst sich darum bemühen, im Bundestag sitzen zu dürfen. Ja, das klingt ja alles sehr dystopisch, was du erzählst, dass du auch nicht glaubst, dass wir das irgendwie hinbekommen. Wobei wir das könnten, aber wir hätten die Möglichkeit, es zu schaffen. Okay. Und darum wäre mein Wunsch halt, jetzt gehen wir in die Koalitionsverhandlung. Also Friedrich Merz hat die Wahl gewonnen und meinetwegen, er macht jetzt nur Schwarz-Rot. Das ist einfach. Da müssen wir halt sagen, okay, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen sagen, okay, wir machen Schulden. Wir investieren. Wir machen was. Aber wir machen auch eine Änderung der Energiepolitik. Die beiden könnten das machen.
Die könnten sagen, jawohl, wissen Sie, die Grünen, wir können ganz ehrlich sagen, war ein Fehler. Es geht jetzt um Wirtschaft, es geht um Arbeitsplätze, das ist unser Thema. Wir bauen den Sozialstaat um, wir wollen nicht hart werden und wir wollen nicht jetzt irgendwie plötzlich hier soziale Kälte verbreiten. Wir wollen umbauen, wir machen zielgerichteter und wir müssen beim Thema Migration dafür sorgen, dass die, die da sind, auch möglichst schnell arbeiten. Das ist sicherlich klar, da brauchen wir viel mehr Arbeitsanreize. Ich finde übrigens persönlich, wenn ich höre, dass dann quasi da Putzdienste kommen und andere Dienste kommen, um die Heime entsprechend zu pflegen, frage ich mich auch so ein bisschen nach dem Motto, naja, wie wäre es denn mal mit Hilfe zur Selbsthilfe? Vielleicht sollte man auch da einfach sagen, dass die Leute auch mehr selber tun. Einfach nur von der Philosophie her, ja, wie Kinder ihre Betten möglichst schnell selber machen sollen. Ja. Also von dem Hintergrund, da kann man sicherlich die ganzen Dinge machen, da könnten die sich einigen. Und wenn sie halt sagen, wir machen jetzt 3, 4, 5 große Dinge, Wir diskutieren gar nicht die Höhe des Bürgergeldes. Die Zeit sparen wir uns einfach. Wir machen fundamental was anderes. Und die Möglichkeit siehst du, das könnte passieren? Also da würdest du die Hoffnung haben, dass es läuft? Ja, vielleicht hören sie den Podcast und sagen, fand mal eine gute Idee. Ich würde es mir wünschen, ich halte es für machbar. Ich weiß nicht, ob die Politik diese Radikalität bereit ist zu gehen. Weil sie müssen sich ja beide Seiten bewegen. Jetzt hat Herr Merz auch gesagt, er möchte auf jeden Fall eine Schuldenbremse festhalten, was ich natürlich taktisch jetzt verstehe, um den Druck zu erhöhen auf die Ampel, das Drama möglichst schnell zu beenden. Das ist ja keine Ampel mehr, auf die Minderheitsregierung, das Drama möglichst schnell zu beenden. Verstehe ich das. Aber nach der Wahl muss er sagen, so, wir machen es anders. Und dann eben zu bestimmten Bedingungen. Der Vorteil deiner Idee oder dieser Methoden ist ja, du fokussierst dich auf 3, 4 Projekte und, wenn ich das richtig verstehe, es gäbe ja zumindest kurz- und mittelfristig gar keine Härten auszustehen. Das heißt, man müsste dem Wähler noch nicht mal irgendwelche Zumutungen... Du würdest die Inflation damit anfeuern. Holger, das stimmt nicht. Ich feuere die Inflation nicht an, sondern ich nehme die Inflation zur Kenntnis, die aufgrund der Tatsache, dass die anderen Staaten im Euro so hoch verschuldet sind, sowieso kommen muss, zu deren Entschuldung kommen wird. Und da mache ich lieber mit, statt der zu hohe Sparer zu sein. Ich würde übrigens auch damit verbunden Programme machen, dass die Deutschen mehr Eigentum erwerben. Also zum Beispiel statt Aufteilungsverbote würde ich eher sagen, wenn du Häuser aufteilst, müssen die eigentlich kaufen. Ich helfe den Mietern, ihre Wohnung zu kaufen. Ich helfe für die Eigentumsbildung zu erhöhen. Das finde ich für wichtig. Also meine Frage ist, ein Winning-Konzept, ist ein stelterisches Konzept bezüglich Investitionen auf Pump, verbunden mit im Gegenzug Reformen auf anderer Seite. Ich würde übrigens dann auch Rentenreform machen, dieses Wort verdienen, also wo im Prinzip die verdeckte Verbindlichkeit des Staates verringert wird. Aber schon wieder ein Problem mit der SPD. Ja, natürlich. Aber das ist die Frage. Jetzt kannst du, Nando, mir sagen, du hast Probleme, das machen nicht mit. Dann kannst du mir sagen, Daniel, du hast recht mit deiner negativen Einschätzung, dass es nicht so kommen wird. Wenn der Holger zu mir sagt, du bist so negativ, dann kann ich sagen, ja, es muss aber nicht so negativ sein. Ihr müsst jetzt entscheiden. Jetzt lass mich ganz mal zu Ende machen. Ich würde das machen und dann würde ich hingehen und würde sagen, Dänemark ist ein funktionsfähiges Land in jeder Hinsicht, auch was die Migrationspolitik betrifft. Warum können wir nicht diesen dänischen Weg in die Richtung gehen? Naja, weil wir eine etwas größere Grenze haben. Wir haben eine etwas größere Grenze, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben eine etwas größere Grenze, aber es hat auch was mit Pull-Faktoren zu tun. Es gibt Pull-Faktoren und das hat die Studie auch gezeigt, damals mit dem dänischen Beispiel, wird immer geleugnet. Es gibt Pull-Faktoren, wenn wir die reduzieren, und das könnten SPD und Union auch machen, dann hast du ein Programm. Wir reduzieren die Pull-Faktoren, wir animieren die Menschen, die bei uns sind, möglichst schnell sich zu integrieren und zu arbeiten. Klammer auf, in Dänemark auch dieses Programm, dass eben die Damen auch, die Frauen, die auch das Haus verlassen müssen, auch mindestens einmal die Woche irgendwelche Aktivitäten machen müssen. Auch das im Spracherwerb und anderes ist wichtig. Bei uns tabuisiert, also kann man Leuten nicht zumuten. Ich finde schon, wer Geld von uns bekommt, der sollte auch etwas im Gegenzug Integrationsbereitschaft, die sollte mobilisiert werden. Und wenn wir dann das noch verbinden mit den Reformen, die ich angesprochen habe, Investitionen in das Land und dann sagen, und dafür machen wir aber auch Reformen an den verdeckten Verbindlichkeiten und Zusagen, Umbau des Steuersystems und Vereinfachung, das ist ein Programm, wo ich echt sagen würde, Chapeau, wer das durchzieht. Und das für 4 Jahre zu sagen, das machen wir. Das ist eine Rosskur und eine Rosskur, die muss nicht mal wehtun. Die kann Aufbruch vermitteln. So. Und wenn du das machst, ist die Partei von Frau Wagenknecht klein und die Partei von der AfD klein. Und wenn du es nicht machst, verspreche ich dir, werden die in 4 Jahren massiv stärker sein und dann könnten wir beide und wir drei nochmal überlegen, ob wir dann die Deutsche Chancenpartei nicht doch noch aus dem Hut zaubern, weil dann nämlich wir uns ganz stark speisen werden aus den ehemaligen Unions- und SPD-Wählern und FDP-Wählern, die dann erkennen, dass die drei Parteien es nicht schaffen. Dann wollen wir doch hoffen, dass es die Deutsche Chancenpartei nicht braucht. Genau. Aber wir sollten aber hoffen, dass es eine Partei gibt, die sich so positioniert,
mit diesem Inhalt. Ja. Und wie gesagt, ja, da könnte ja die FDP vielleicht zuhören und könnte sagen, wir machen uns mal eher auf den Weg in die Richtung, vielleicht haben wir so eine Zukunft. Was ich ja glaube, und ich will auch noch einen positiven Punkt sagen, nicht, dass wir hier sozusagen als die Pessimisten dastehen. Gut, Holger ist ja der Bär. Aber ich glaube ja, dass dieses ganze Hin und Her und diese ganze missratene Politik der letzten Jahre am Ende eine höhere Reformbereitschaft bei allen doch bringt. Doch zu was gut ist? Ich glaube, dass das und das ist ja genau das, was wir brauchen, weil nehmen wir jetzt mal die CDU als starker, stärkster Partner der kommenden Regierung, sozusagen, dass die Juniorpartner, sei es einer, sei es zwei, wenn die auch noch eine höhere Reformbereitschaft mitbringen, egal wer es dann ist, dann ist das doch schon mal ein gutes Fundament. Punkt. Boah, jetzt. Sie müssen, es hört mir herzlich leid, aber nandert ist es so. Oh. Die reden alle von Reformbereitschaft, meinen damit aber die Umsetzung ihrer Ideen. Und da sind wir beim Grundproblem, wir brauchen erst einmal, dass auch die Grünen, auch die SPD, auch die Union, auch die FDP, auch AfD, dass sie alles mal erkennen, dass die Hütte brennt. Nein, ich meine auch nicht ihre Reformbereitschaft, die sie jetzt sozusagen propagieren oder die sie, sondern ich meine die echte, die du auch meinst. Nennen wir es anders. Wir nennen es im Programm der unserer Chancenpartei nennen wir es dann anders. Jetzt haben wir das Programm eigentlich schon gemacht. Jetzt will ich. Oder haben wir noch was vergessen jetzt? Wir hatten eigentlich den Reformumschlag. Ja, gut, wir haben es jetzt kürzer gemacht, weil im August haben wir es ja ausführlicher ausgeführt. Genau, wer nochmal die genauere Sachen haben, das wird zu viel jetzt für die Zeit, genau. Das stimmt. Also die Schulden, das kann man an der Stelle nochmal als Service sagen, das ganze Schuldenthema, die Strategie, die Theorie von Daniel, könnt ihr tatsächlich, liebe Hörer und Hörerinnen, in der Augustfolge nochmal nachhören. Genau, und dann werdet ihr auch wissen, ihr müsst auf jeden Fall alles auf Aktien, weil das ja auch Anteile an Produktivkapital ist und die ja dann, wenn die Inflation ja sowieso kommt und wir einfach nur mitmachen, dann hätte man auch da noch einen gewissen Schutz dagegen. Wenn ihr mir das verzeiht, ich kann natürlich, wenn Leute wirklich bis jetzt zugehört haben, noch einen Hinweis auf meinen Podcast machen. Ich habe in meinem Podcast in der vorletzten Woche sogar eine Sonderfolge gemacht, wo ich mal ohne Gast war und wirklich mal ausführlich meine Logik dargelegt habe von weltweite Verschuldung über Eurozonenkrise bis hin zu, was Deutschland machen sollte. Insofern, vielleicht mag man das auch mal hören, wenn man mich nochmal wirklich so geballt, ohne von euch inspiriert zu werden mit guten Fragen, hören möchte, kann man das auch machen. Das stimmt. Hast du sehr schön gesagt. Wir sind jetzt bei 100 Billionen öffentlichen Schulden, haben wir jetzt schon überschritten. Das finde ich schon eine große Zahl. Aber das sagt doch nichts. Das sagt doch überhaupt nichts. Du musst relativ zur Wirtschaftsleistung. Du musst es zur Wirtschaftsleistung sehen, da hast du ungefähr 100% weltweit. Also wenn du die Industriestaaten nimmst. Also insofern ist es schon eine relativ hohe Zahl. Jetzt wollen wir trotzdem nochmal zum Schluss. Jetzt haben wir ja den 35 Jahre Mauerbau. Wenn der Podcast hier rauskommt. Mauerfall, Gott sei Dank. Mauerfall meine ich ja, Entschuldigung. Mauerfall. Ist es noch ein hoffnungsvolles Ding, weil wir haben es da auch geschafft, irgendwie die Wende hinzubekommen. Und ich weiß auch noch, wenn Menschen was wollen und was verändern wollen, dann klappt das auch. Und ist das nicht ein positives Ding, wie wir damals im Osten den Umsturz geschafft haben, ohne Blutvergießen, und die Menschen haben was gewollt. Ich meine, irgendwann kippte das dann auch. Ich weiß noch, Helmut, nimm uns an die Hand und führ uns ins Wirtschaftswunderland, war dann schon der Spruch, nachdem wir vorher nur Freiheit wollten. Aber was hast du gemacht vor 35 Jahren? Kannst du dich noch erinnern? Ich habe studiert. Ich bin morgens in St. Gallen aufgewacht und war verblüfft, dass die Mauer gefallen ist. Ich bin ja Berliner. Ich bin ja Westberliner. Ja. Habe ich gefreut. Finde es auch nach wie vor eines der tollsten Ereignisse meines Lebens. Hm. Definitiv. Es ist super. Wir müssen uns, ich sage jetzt nichts Negatives. Doch, wir müssen einfach im Hinterkopf haben, die Demografie, wir sind demografisch an einem ganz anderen Punkt als damals und auch an einem anderen Punkt als 2003, als die Agenda 2010 damals war. Wir haben halt jetzt damit zu tun, dass die Masse der Bevölkerung mein Jahrgang ist. Ich bin Jahrgang 64. Und bei uns muss ich schon die Frage aufwerfen, wie kriegst du die Boomer nochmal motiviert anzupacken? Weil die Boomer müssen nochmal anpacken. Die Boomer müssen nochmal sagen, wir sind bereit, ihre Reform mitzutragen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und weshalb ich sage, es darf eben jetzt nicht da verbunden sein, wir können keine Schmerzendiskussion führen. Wir müssen eine Chancendiskussion führen in dem Land. Also du sagst, wird ja immer argumentiert, wir haben schon ein paar Mal die Wende geschafft. 2003 ist ja aber ein, ist schwieriger in den 90er Jahren schon mal. Es ist schwieriger jetzt. Also es ist viel schwieriger. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, es ist schwieriger aufgrund der demografischen Entwicklung. Es ist unser eigenen, und es ist schwieriger, weil es im Umfeld viel schwieriger geworden ist, weil wir haben es mit viel ernsthafteren Wettbewerbern zu tun als früher. Vor 30 Jahren hat keiner gedacht, dass China uns mal im Automobilsektor schlagen würde. Und heute ist es Fakt.
Und wir haben auch, auf die Amerikaner können wir auch nicht unbedingt mehr zählen, so 100%, wie wir es damals konnten. Also haben sich viele Sachen verschoben. Und Fokus auf uns. Ja, genau, wir brauchen nochmal eine Politik, die mal sagt, wir kümmern uns um uns im Vordergrund. Und mal ganz ehrlich, weißt du, wenn wir als Deutschland in Nigeria, ich glaube, war Nigeria oder irgendwo in Afrika oder in Namibia irgendwelche Solarkraft oder ähnliches finanzieren, die da von Chinesen gebaut werden, das ist, glaube ich, nicht das, was rationale Politik ist. Das ist wieder so ein negativer Schluss. Das kann nicht sein. Wir brauchen noch was Positives. Wir brauchen einfach ganz nüchtern Politik, die sagt, Wohlstandsschaffung in Deutschland ist unsere Top-Priorität. Gut. Germany first. Das nehmen wir. Germany first. Wir wollen einen Boxer, der fit ist. Wir wollen einen Boxer, der fit in den Ring steigt. Es werden alle und sagen, deshalb nicht um Gnade betteln muss, sondern sich wehrhaft seine Interessen auch klar machen kann, um damit dann im Donald Trumpschen Sinne einen Deal zu machen. Du kannst einen Deal nicht machen aus der Position der Schwäche heraus. Jetzt bist du mit Germany first, werden viele sagen, wir müssen noch Europa stärken. Aber gut, die Diskussion können wir dann das nächste Mal führen. Das ist ganz einfach. Wenn wir nicht Germany first machen und nicht ein starkes Deutschland nicht haben, wird Europa nicht funktionieren. Gut, dann ist die Antwort auch abgeräumt. Sehr schön. Daniel, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Jetzt haben wir die Welt wieder umrundet und wissen jetzt, welche Programme passieren müssen, was du an den Programmen der etablierten Parteien sogar ganz schön fandst und was weniger gut. Wir haben den Entbürokratisierungsvorschlag von dir gehabt mit den 20% Gesetzesentschlackungen. Also wir haben eigentlich alles gemacht. Ja, und wir wissen, dass wir uns quasi Mitte Januar schon wieder hören. Nein. Weil da musst natürlich auch du wieder dabei sein. Ich glaube, es wollen alle eine Pause haben. Ich glaube, es könnte mich erst wieder in 3-4 Jahren einladen, glaube ich, nach diesem Doppelwumms in diesem Jahr. Der nächste Doppelwumms, genau. Sehr schön, Daniel. Sehr schön, Daniel. Danke, dass du wieder da bist, dir die Zeit genommen hast aus London. Ich muss eine Frage, wenn du in London jetzt bist und das Land, das sehen jetzt denke ich, auch viele mit dem Brexit, haben die sich ins Ausgeschossen. Ist es wirklich so schlimm, wie wir immer hier annehmen, oder ist es nur Häme von uns, dass wir sagen, das haben die doch, das kommt ihnen nur recht so, dass sie sich rauswählen und dann irgendwie abstürzen. Ist es so schlimm und gibt es da leere Regale und sowas? Ja, die wirtschaftliche Entwicklung, leere Regale gibt es nicht. Und die wirtschaftliche Entwicklung ist ja witzigerweise nicht schlechter als bei uns, sondern teilweise besser. Also vor dem Hintergrund kann man jetzt nicht sagen, dass in den letzten paar Jahren UK schlechter war als Deutschland. Was natürlich schon so ist, Großbritannien generell, ich war außerhalb, ist natürlich schon ein Blick in die Zukunft, wenn wir nicht dringend schnell anfangen, ins Land zu investieren. Insofern, das sieht man klar, die Briten haben ja lange Zeit nicht ins Land investiert und das ist ein Nachteil. Auf der anderen Seite haben sie viele andere Dinge, dass sie eben durchaus auch noch immer eine gute akademische Landschaft haben, Forschung fördern. Man denkt an BioNTech, die nach Cambridge ja gegangen sind und dort die Krebsforschung aufziehen. Also man sollte es nicht unterschätzen, aber es ist eine Mahnung auch für uns, dass wir uns möglichst schnell rückbesinnen auf die Tugenden und auf die Voraussetzungen, den Wohlstand im Lande zu erhalten. Die haben es schwieriger mit der Verschuldung. Da haben wir ja auch in der vergangenen Woche, oder war es diese Woche sogar, wieder so ein Liz Truss-Moment gehabt, als das neue Budget vorgestellt wurde und auf einmal die 10-jährigen britischen Gilt-Renditen in die Höhe schossen. Ich glaube, die sind nicht ganz so gut dran wie wir, was Schulden anbetrifft, oder? Also, aber du schaust dir mal die Spreads an, deutsche Anleihen, ja. Staatsanleihen gegenüber. Es ist nicht so, dass die deutsche Staatsanleihen jetzt so, der Markt fängt an zu schnüffeln. Das ist bei uns nicht mehr ganz so gut. Das würde ich mal tippen. Aber da sollte man mit dem Fachmann sprechen. Also ich würde sagen, die sind uns unter Umständen in negativen Entwicklungen ein paar Jahre voraus. Und das sollte eben eher die Mahnung sein, als zu sagen, wir machen nichts. Und die Voraussetzung ist, Wirtschaftskraft, Fitnessprogramm für Deutschland, und das sollte jetzt angepackt werden. Und wir haben gesehen, es geht. Wir können es machen. Super. So, jetzt haben wir das noch mit UK verknüpft, wo du gerade bist. Jetzt kann es nicht besser werden. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, danke euch. Ich glaube ja schon, dass er im Januar wieder hier dabei sein wird. Ja, es ist schon ein guter Gast. Ich würde sagen, fast ziemlich der perfekte Gast für diese Gemengelage. Und wir sind natürlich eigentlich gar nicht so politisch, aber in diesen Zeiten ist es natürlich echt schwer, daran vorbeizukommen. Also von daher. Das stimmt, aber ich glaube, es sollte dann wieder kommen, wenn die Koalitionsverhandlungen sind. Das ist ja nicht im Januar. Nee, stimmt. Wir haben im Januar die Neuwahlen. Wenn es gut läuft, hast du im Januar die Neuwahlen. Wie gesagt, 19. Ja, ich fände das ja als
Ich glaube da noch nicht dran, weil ich glaube nicht, dass man so schnell Wahlkampflisten oder diese ganzen organisatorischen Sachen hinbekommt. Ja, aber du hast aber bei Neuwahlen hast du immer ein bisschen Druck und da wird's. Du musst ja Listen, musst du die Personen einreichen. Ja. Wer steht denn auf der Liste drauf? Da muss die Liste gedruckt werden. Das wissen wir nicht genau. Ich glaube, da gibt's noch Hürden, die jetzt nicht. Aber so es wird nicht dieses Ende März-Szenario von. Das hoffe ich mal nicht. Das hoffen wir nicht, weil das wäre einfach noch verschenkte Zeit. Ja. Aber die haben wir nicht, die Zeit. Die haben wir nicht. Und insofern glaube ich, wenn dann die Koalition feststeht, wenn wir dann das Personal kennen und wenn dann nochmal die Frage ist, was wird da aufgegleist, dann wäre sicherlich Daniel nochmal ein guter Beobachter, der sagen kann, wie er jetzt das einschätzt, die Konstellation, wenn dann. Vielleicht sagt ihr ja auch, liebe Hörer, Hörerinnen, jetzt ist es gut, erstmal mit dem Stelter. Kann ich mir nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Wir reagieren ja dann auch mal sehr intensiv auf Feedback. Wir haben ja jetzt sozusagen unsere Frauenquote dieses Jahr. Genau, mehr Weiblichkeitsfeedback. Ich habe heute auch schon wieder noch ein, zwei sehr gute Hinweise bekommen für die nächsten weiblichen Gäste. Also das werden wir beherzigen. Die nächsten Gäste, das können wir eigentlich schon fast sagen, ne? Weil das ist ja eigentlich schon ziemlich sicher für die nächste Samstagsfolge. Wir sagen nicht, wer es ist. Ja. Aber die nächsten Gäste werden männlich. Es sind auch zwei. Stimmt. Und es wird sehr, sehr hoch. Es ist ein Megatrend. Und ganz ehrlich, dieses Thema könnte man nicht prominenter besetzen. Ich bin aber schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt hast du einen Gast oder meinst du den anderen auch? Beide Gäste. Naja, der eine ist sehr, sehr prominent als Person. Ja. Und der andere ist sozusagen sehr der prominent. Chef von dieser Person. Ja. Und in der Position maximal prominent, was das Thema angeht. Also von daher, also jetzt bin ich ja selbst hier ganz gespannt. Jetzt hast du so kryptisch gesprochen, dass alle ja. sagen, hä? Gut, aber weil es so selten vorkommt, dass wir schon jetzt quasi schon wissen, mit wem wir nächste Woche reden. Normalerweise sind wir kurzfristig. Insofern hat sich diese Woche es auch voll gelohnt, dass wir so kurzfristig agiert haben, weil hättest du jetzt schon jemanden am Dienstag gesucht oder dann hättest du noch über Trump wahrscheinlich die ganze Zeit reden wollen, aber nach dem Ampel aus muss man halt Ampel unter Berücksichtigung von Trump machen und deswegen ist manchmal kurzfristig was machen nicht so was schlecht. Ich noch interessant finde, ich weiß, das ist ja jetzt wieder sehr politisch, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Er hat sich ja jetzt dann, was ich ja gut fand, er hatte sich echt committed irgendwie jetzt zu diesen Parteien dann irgendwie doch seine Meinung, seinen Standpunkt abzugeben. Und da tauchte für mich auffällig präsent die SPD dann am Ende auf, letztlich als Partner. Ich sehe das ja, ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Aber die haben die Agenda 2010 gemacht. Das darfst du nicht vergessen. Dieses Gehen wieder zu entdecken mit Saskia Esken und Co. Ja, vielleicht wird da ja auch was geändert. Ja, das kann ja sein. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, für mich sind ja eigentlich so eher die Habeck-Grünen, glaube ich, die sind doch von ihrem Klima über alles und Klima First Kurs. Meinst du nicht? Holger schüttelt hier gerade den Kopf. Ich glaube, der Habeck hat halt wirtschaftlich nicht. Ja, aber der will alles gut machen. Aber der Habeck dürfte auch nicht mehr Wirtschaftsminister sein. Er lässt uns ja auch immer an seinen Gedankengängen zu. Der Habeck gehört auch zu denen, die sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich anders gemacht. Aber ich glaube, der Habeck hat das falsche ökonomische Mindset. Er denkt, vielleicht aus einer guten Haltung raus oder welche Haltung auch immer, ich weiß doch, was gut ist oder was wir für die Gesellschaft brauchen und jetzt muss ich die Gesellschaft an die Hand nehmen und sie dahin führen. Und die Gesellschaft hat ja schon relativ deutlich gesagt, nee, ich will nicht von dir gesagt bekommen, was ich machen will, sondern ich will gerne, schaff mir die Rahmenbedingungen, sag mir, der CO2-Preis wird so und so sein und dann habe ich selbst die Idee, dass ich mir entweder ein Elektroauto kaufe oder vielleicht mal sowas mache. Das ist, glaube ich, die Wenn das Mindset daran. Wirklich so verfestigt ist, was ich mir nicht vorstellen kann, dann ist es tatsächlich der falsche Weg. Und du musst auch sehen, den ganzen, ist ja nicht nur der Habeck, sondern es sind ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die natürlich, hinten dran das noch sind. Problem hast und du ich bei glaube, der nee, das hast du bei den Grünen, noch in viel massivere Form. Also deswegen glaube ich, aber was mir noch, das wollte ich dich mal fragen. Ja. Bei uns zu Hause wird jetzt immer viel hitziger und viel lauter gestritten, auch politisch. Und mittlerweile haben wir so eine politische Diskussion zu Hause, wo auch so ein bisschen schriller das Ganze ist. Macht das bei euch auch so? Also ist auch die Kinder mit und dann schreibt man sich, was ist denn das für eine Idee oder das? Es ist schon Hitziger nicht, es ist halt sehr, sehr präsent.
muss man sagen. Also das, gestern kam der Älteste wieder und äußerte, nee, vorgestern war das ja noch, kommt ja jetzt schon ganz durcheinander, über dieses Trump-Unverständnis, genau. Mhm. Also dieses, wie kann das denn sein? Wie kann ein ganzes Land oder so große Teile sozusagen diesen Menschen folgen und wollen? Das wird es aber diskutiert. Mhm. Das ist, aber ja, tatsächlich, von der Koalition, also von dem Ampel aus, fühlten sich die, ich meine, gut, jetzt meine Kinder sind ein bisschen jünger, der Älteste wird 16 und die anderen sind 12 und 8, das ist jetzt noch nicht okay. So. Aber von dem Ampel aus schien irgendwie aber die Überraschung zwischen Frau und dir? Ja, bei den außenpolitischen Sachen geht es relativ hoch her, tatsächlich. Okay, siehst du, also innenpolitisch sind wir da aber relativ trotzdem, einer Meinung. Man merkt an diesem, also wir merken es bei uns beim Tischgespräch, das ist einfach viel, man kann sich jetzt erstmals mal vorstellen, wie das die Amerikaner sagen, nicht über Politik reden, weil das immer in irgendeine, das ist immer in so eine missliche, strittige Situation rein. Das habe ich, das zu Hause fände ich das anstrengend, wenn du da ein Thema so präsent, also was so ein präsentes Thema ausklammern müsstest. Es gibt manche Freundesbekanntenkreise, wo das schon in die Richtung geht. Wirklich? Ja. Wo du dann sagst, okay, komm, das führt jetzt zu keinem Ergebnis. Reden wir über Fußball. Was anderes. Aber ja. Aber das wäre natürlich nicht schön, ne? Wenn wir diese amerikanischen Verhältnisse bekämen. Ist, so ein paar Sachen laufen und daran merkt man auch, dass es, dass die Zeiten etwas hitziger geworden sind. Und ja. Wir haben November. Der Deutsche, das haben wir auch mit Daniel noch im Vorgespräch besprochen. Der November, das ist für die Deutsche ein ganz besonderer politischer Monat immer. Das ist ja, in der Tat. Mit Höhen und Tiefen, ja. Aber es ist interessant. Ihr könnt ja auch mal schreiben an aa@welt.de, ob bei euch die Diskussion auch hitziger geworden ist und ob ihr auch diesen Trend zu etwas schrilleren politischen Auseinandersetzungen, wo man sich schwerer damit tut, den anderen zu verstehen und auch dem zu folgen und eine gesittete Diskussion zu führen, ob das bei euch auch so ist oder ob das vielleicht jetzt bei uns nur ein Thema nur ist. Bei unseren beiden Haushalten. Nee, das war der Kollege mit dem Kollegen Vetter diese Woche gesprochen. Der meinte auch, es wird auch zu Hause etwas hitziger diskutiert jetzt. Das scheint ein Trend zu sein. Könnte und, sein, ja. Solange man miteinander redet. Das stimmt. Und wir haben hier ganz verschiedene Menschen, die wir hier auch einladen. Und dann kann man sich immer frisches Futter holen und kann überlegen, welche Ideen findet man gut, welche findet man nicht gut. Genau, ich meine, du bist doch das beste Beispiel. Ja? Du sozusagen, der nur wirklich nicht auf mehr Schulden, mehr Schulden, mehr Schulden steht, sozusagen, ja. Hast du es hier völlig akzeptiert, dass der Kollege Stelter jetzt Stammgast wird? Nein, ich finde halt, Politik kann nicht mit Geld umgehen und wenn du Politik einfach frei das Geld ausgeben lässt, dann hast du halt meistens schlechte Sachen. Und deswegen finde ich halt, muss Politik an die Kandare genommen werden, so wie du Geldpolitik ja auch außerhalb der Politik organisierst, finde ich auch so eine Schuldenbremse nicht schlecht. Aber in dem Fall, wo es jetzt darum geht, wir sind mit Leuten in einer Währungsunion, die alle auch nicht mit Geld ausgeben, da wärst du der Doofe, wenn du der Einzige bist. Das habe ich nachvollzogen und ich würde auch, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, wenn man da jetzt mal für den großen Big Bang irgendwie das mal machen müsste. Gut, dann machen wir es doch. Ja. Es ist hiermit beschlossen. Sehr schön. Aber eben auch klug. Natürlich. Und keine klug. Dummen und da haben wir auch wieder die perfekte Überleitung zu unserem klugen Duo, was die kommende Woche bei alles auf Aktien durch die Woche. Ist eigentlich noch viel los nächste Woche? Wir haben in Deutschland 13 DAX-Konzerne. Ah ja, der DAX kommt also ein bisschen hinterher. Und wir haben die katastrophalen Autobauer haben wir schon fast hinter uns eigentlich alle jetzt. Ne? Also die dürfen BMW uns nicht mehr in die Suppe spucken. VW war, Mercedes auch, stimmt. Ja. Porsche hatten wir auch. Also fokussieren wir uns jetzt auf die positiven. Und es ist doch interessant, dass zum Beispiel Heidelberg Materials tolle Zahlen gemacht, aber denkt ja, Baukrise, aber wenn man in der Welt unterwegs ist, überall sieht man die. Also die scheinen überall zu bauen. Wenn ich höre, was habt ihr gesagt, nach 13 Jahren sozusagen Allzeithoch oder das alte Hoch erreicht, ist natürlich auch nicht so. Also langfristig will ich da auch eine andere Performance sehen. Also 13 Jahres-Performance 0%. Ja, aber gut, du hast recht. Zum Hochstand eingestiegen bist, aber selbst wenn du bei Heidelberg Materials zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen bist, bist du jetzt wieder da. Sparplan auf Heidelberg Materials. Das wäre gewagt. Ich guck den mal an, so ein Sparplan auf Heidelberg Materials. Gut, also insofern haben die Kollegen auch was zu berechnen. Haben wir das Duo eigentlich gesagt? Nein. Nee, so das Duo. Moritz. Nee, doch, Moritz und Daniel, richtig. Moritz und Daniel. Moritz und Daniel, das ist, glaube ich, eine Paarung, die wir noch gar nicht hatten. Die gab's noch nie. Nee. Und
Ihr wollt wissen, wie die harmonieren. Und deswegen heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.